just showing me as a moderator. And then once you kind of enter the stage and step on the stage, then your camera will be turned on for all the participants as well. Can we see, by the way, the number of participants that are joining? Yes. I mean, I do yes. have the attendees list, but like on the participants symbol? You can have a look at the participants list and you will see the number of participants. Okay. So for all the panelists, just remember, I will switch on your videos automatically as soon as I announce you, so you don't have to worry about that. Please go ahead and unmute yourself. And if you have any questions that are directed to us as panelists, as people on stage, make sure you click to all panelists on the chat. And if you have something that everybody should read for some reason, then click on all panelists and attendees. Okay, Lisa, please switch on your camera and... Ich würde sie auslassen, David. Lass sie doch aus. Erst starten mit der Folie, dann 30 Sekunden warten, weil dann plätschern die Leute rein, dann erst Lisa. Okay, dann. Und jetzt noch den Worten auch noch wieder aus. Genau. Von, can you switch off your camera? Yeah. Okay. So I will start. Yeah? Because it's exactly 4:00. Hello and welcome everyone. We'll just ja, hallo und herzlich willkommen in die Runde. Wir haben noch einige Minuten Zeit, damit Sie hier so langsam eintrudeln können und diesem Webinar beiwohnen können. Vielleicht gibt es da noch tatsächlich einige Verbindungsprobleme. Wir warten also noch einige wenige Minuten, damit Sie genug Zeit haben, sich einzuloggen. Für diejenigen, die schon dabei sind, dann kann ich Ihnen beglückwünschen und sagen, Sie sind hier genau richtig. Warten Sie einfach noch einen kleinen Augenblick und dann geht es auch bei uns los. And maybe as a head start already for those of you that are ja, all diejenigen, die schon dabei sind und deutsche Muttersprachler sind, da kann ich Ihnen schon einmal sagen, dass Sie hier, wenn Sie unten auf die Weltkugel gehen, können Sie Ihre Sprache ändern. Dort können Sie auf die deutsche Flagge klicken und die Einstellung dann auf Deutsch ändern. Und jetzt sage ich versuche es jetzt einmal, ob man mich hört. Also für alle Deutschsprachigen, die gerne auf Deutsch das Webinar hören möchten, bitte die deutsche Fahne anklicken. Unten, rechts unten, ist ein kleiner Globus und da kann man die Sprache Deutsch auswählen. Wenn man es sich anders überlegt, kann man auch immer wieder zurückswitchen zu Englisch. Das ganze Webinar wird auf Englisch stattfinden. And again for the English speaking fellows. Und für all jene, die auf Englisch folgen, also noch einmal ein herzliches Willkommen. Vielleicht warten wir noch ein, zwei Minütchen, damit alle sich hier entsprechend einloggen können. Für jene, die
gern auf Deutsch dem Webinar folgen würden. Hier noch einmal kurz die Erklärung. Unten auf der kleinen Weltkugel können Sie die Sprachen einstellen. Da gibt es die Möglichkeit zu wählen zwischen Deutsch und Englisch. Da kommen nun langsam immer mehr Leute dazu. Das ist schön zu sehen. Und immer mehr neuen Ankömmlingen flacht sich die Kurve nun langsam ab. Ich denke also, ich werde jetzt langsam auch offiziell mit der Begrüßung beginnen. Ja, hallo erst einmal in die Runde an alle, die heute dabei sein können. Das ist hier unser Online-Webinar. Mein Name ist Lisa Kuch und ich freue mich natürlich, dass Sie hier weltweit dabei sein können, um sich über dieses so wichtige Thema auszutauschen, das Bindeglied zwischen fossilen Brennstoffen, Kunststoffen und den Klimawandel. Ich selbst spreche zu Ihnen hier aus Paris. Eigentlich sitze ich in Brüssel im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die politische Stiftung, die sich der Grünen Partei zugehörig fühlt, die auch im Bundestag vertreten ist. Ich bin Leiterin des Bereiches internationale Energiepolitik und da habe ich recht viele verschiedene Themen angesprochen im Zusammenhang mit dem europäischen Green Deal, dem grünen Deal. Und darauf werden wir heute sicherlich auch noch öfter zu sprechen kommen. Die Co-Organisatoren sind einerseits die Deutsche Umwelthilfe, die DUH aus Deutschland, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Verbraucherrechte einsetzt und den Umweltschutz. Weiterhin gibt es einen Beitrag von Food and Water Action. Das ist das europäische Programm für Food and Water Watch. Dabei geht es um gesunde Nahrungsmittel und sauberes Wasser für alle. Break Free from Plastic hat uns auch ihre Unterstützung zugesetzt. Dabei geht es um eine plastikfreie Zukunft. Bevor wir nun aber hier in den Inhalt eintauchen, möchte ich Sie kurz mit einigen technischen Einzelheiten vertraut machen, damit Sie dieses Webinar auch voll und ganz genießen können. Ich weiß, dass aufgrund dieser Krise natürlich der ein oder andere schon einzelne Erfahrungen sammeln konnte mit Webinaren, aber vielleicht kommen wir nochmal auf einige Grundfunktionen zurück. Die Sprache können wir also unten in der kleinen Weltkugel ändern, hauptsächlich, oder wir werden vollständig Englisch sprechen. Sie können jederzeit die Sprache wechseln. Dann gibt es noch eine Fragen- und Antworten-Sektion direkt neben dem Symbol für Teilnehmer. Sollten Sie also Fragen an die Podiumsteilnehmer haben, dann können Sie gern hier auf diese F und A, auf das Symbol klicken und dazu Fragen stellen. Das kann sich sowohl um Inhalte handeln, wenn etwas nicht verstanden wurde. Wenn die Dias nicht gut zu sehen waren, dann können Sie das dort hineinschreiben. F und A ganz unten rechts nach jeder Präsentation werden drei Fragen zugelassen und für die Fragen, die dann mehr Diskussionsraum zulassen, die würden wir dann gern für das Ende der Podiumsdiskussion aufheben. Sie können aber natürlich jederzeit Ihre Fragen dort stellen. Eine weitere Funktion wäre es, andere Fragen zu liken, die von anderen Teilnehmern gestellt wurden. Das ist so wie so ein Daumen nach oben bei Facebook. Und je mehr Likes eine solche Frage bekommt, desto höher rutscht sie dann in der Frageliste und wird dann natürlich auch eher berücksichtigt. Weiterhin gibt es die Chat-Funktion, die sieht man direkt neben der F und A, neben dem F und A-Symbol. Und dieser Chat kann für alle Teilnehmer genutzt werden, um sich miteinander auszutauschen. Sie können auch Links miteinander teilen, wenn Sie da vielleicht Hintergrundwissen haben, was Sie teilen möchten. Und natürlich kann der Chat auch genutzt werden, um sich an einen Teilnehmer im Privaten zu wenden. Das ist dann eine Privatnachricht und die ist dann rot hinterlegt.
Die gesamte Konferenz wird aufgezeichnet, das ist auch noch einmal wichtig zu wissen. Und kurz nach dieser Live-Ausstrahlung bekommt man dann auch den entsprechenden Link über die Webseite der Co-Organisatoren. Hier sehe ich schon eine erste Frage. Nein, es wird keine Kaffeepause geben. Wir werden diese 2 Stunden hier insgesamt soweit absolvieren und danach dann in die Pause gehen. Dann ja, würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an, nachdem wir die technischen Fragen geklärt haben. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über das Bindeglied zwischen fossilen Brennstoffen, Kunststoffen und dem Klima zu sprechen. Und viele Menschen wissen natürlich um das Problem der Kunststoffe, aber natürlich ist das Problem der Petrochemikalien, Kunststoffe und die Auswirkungen auf die Klimaentwicklungen noch nicht so weit ausgearbeitet, dass dies noch einiger Diskussion bedarf. Die EU hat natürlich das fossile Gas, das Erdgas, als sauberere Lösung angeworben, aber um natürlich auch die Energie, das Energieangebot der EU zu diversifizieren. Aber es gibt natürlich zunehmende wissenschaftliche Evidenz, dass das Erdgas auch zur Klimakrise beiträgt. Und einer unserer Experten wird uns darüber später mehr erzählen. Das relativ günstige Feuchtgas, Methan und Butan sind natürlich auch Ergebnisse aus diesem Boom, den die Schiefergasexploitation erfahren hat. Das hat natürlich zu einem wesentlichen Ausbau der Infrastruktur in den USA zur Schiefergasgewinnung geführt, aber auch in EU. Wir basieren natürlich unsere wesentlichen Produkte auf Nafta, also auf Rohöl. Aber Ineos hat sich nun für die Rohstoffe entschieden, von Öl zu Erdgas umzuschwenken und hat dies auch der petrochemischen Industrie soweit als gewinnbringende Lösung vorgestellt. Die negativen Klimaauswirkungen machen natürlich für uns, ist für uns notwendig, auch auf die negativen Auswirkungen hinzuweisen. Allerdings werden neue Einrichtungen auch in Europa geplant. Diese wurden zu einer Zeit geplant, in der die EU eigentlich davon ausgegangen ist, dass Kunststoffe zur Einmalverwendung reduziert werden sollten. Und der europäische Grüne Deal sollte die Umweltstrategie für die nächsten Jahre dominieren. Da gibt es verschiedene Politiken. Da geht es um Themen der Biodiversität, Verkehr, Klima und so weiter. Und insgesamt geht es natürlich darum, eine Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Wenn wir jetzt in Einrichtungen investieren, die fossile Brennstoffe verwenden, geht natürlich gegen diese Politiken, ganz besonders aufgrund der Tatsache, dass diese Einrichtungen natürlich eine Lebensdauer weit über 2050 hinaus haben. Und neben diesen ökologischen und politischen Problemen kommt natürlich auch eine finanzielle Ebene hinzu. Die finanzielle Situation der Fracking-Industrie schon seit Jahren relativ schwierig und nun versucht man sich natürlich noch viel mehr auf diese petrochemischen Produkte zu stützen, auf den Kunststoff, um das Überleben zu sichern. In diesem Webinar werden wir also versuchen, verschiedene Fragen anzusprechen. In erster Linie geht es darum, welche Klimaauswirkungen das Erdgas eigentlich hat, welche Verbindungen gibt es zwischen Fracking und Kunststoffen und warum ist die gesamte Industrie und die Kunststoffindustrie so treibhausgasintensiv? Was bedeutet die derzeitige Lieferkette für die internationalen Beziehungen und welche sind die Meinung auf beiden Seiten des Atlantiks und wie kann die Kunststoffproduktion mit der klimatischen Erwärmung miteinander in Verbindung gebracht werden und was tut die EU, um dem entgegenzutreten? Es gibt also sehr viele Fragen und hoffentlich auch viele Antworten. Und bevor wir nun zu den Reden und Präsentationen unserer Experten kommen, möchte ich nun 2 Parlamentsmitglieder des Europäischen Parlaments dazu einladen, uns eine kleine politische Einordnung zu geben. Jutta Paulus wäre unsere erste Vertreterin. Sie ist Parlamentsmitglied, wurde 2019 ins Parlament gewählt. Sie gehört zu den Greens EFA und hatte selber eine pharmazeutische Ausbildung. Sie ist im Ausschuss für Umwelt, Lebensmittelsicherheit und widmet sich auch den Themen Forschung und Energie und sie wird uns ein wenig mehr über den europäischen Grünen Deal und die Auswirkungen erzählen. Jutta,
nun ist es an dir. Ja, vielen lieben Dank für diese netten Einführungsworte. Vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen darüber, was mich nun schon seit einigen Monaten beschäftigt. Als ich Mitglied des Parlaments wurde, war ich recht überrascht, wie bestimmte wissenschaftliche Fakten einfach überhaupt keine Anerkennung finden. Als ich dann Parlamentsmitglied wurde, habe ich mich entschieden, ich möchte mich jetzt in meiner Präsentation hauptsächlich auf Methan konzentrieren, werde dort aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir natürlich hier auch die Fachexperten vor Ort haben, die uns darüber sehr viel mehr erhellen können. Wichtig zu wissen ist, dass das derzeitige Rahmenwerk nach der Gaskrise erstellt wurde, als Russland drohte, die Gaszulieferungen zu unterbrechen. Ganz besonders Mitgliedsländer, die eine große Abhängigkeit vom russischen Gas hatten, waren darüber natürlich nicht besonders amüsiert. Und das große Schlagwort damals war Diversifizierung. Jeder wollte natürlich die größtmöglichen Möglichkeiten haben, um eben diese Brennstoffe auch unabhängig zu produzieren. Dementsprechend wurden diese ganzen Rohrleitungen, die Pipelines geplant, die Infrastruktur geplant. Und das finden wir auch jetzt vor, wenn wir den europäischen Green Deal gern umsetzen möchten. Es gibt sehr viele Publikationen zum Green Deal und ich möchte Ihnen gerne einen kurzen Überblick geben. Es gibt wirklich einen guten Basistext, es gibt sehr viele große Versprechen, aber die Wahrheit liegt natürlich im Detail, denn der europäische Green Deal ist ein reines Kommunikationspapier. Die Kommission sagte, dass aufgrund dieser Mitteilung bestimmte Vorschriften und Gesetze zu ändern sind. Und jetzt schauen wir uns ganz genau an, ob die Vorschläge, die von der Kommission gemacht werden, tatsächlich den Versprechen gerecht werden. Vizepräsident Timmermans, der für die Ausarbeitung des Green Deal verantwortlich war, hat konkrete Äußerungen versucht zu vermeiden. Er war eigentlich immer ein starker Verfechter des europäischen Green Deals. Auch jetzt in der Covid-Krise sagte er, dass es jetzt derzeit natürlich kein Abwenden der Ziele und Zielsetzungen geben darf. Aber man muss sich die Vorschläge genauer anschauen. Es gibt ein recht schlechtes Beispiel, das sind die Projekte gemeinsamen Interesses. Diese werden von den Mitgliedstaaten gemeinsam erstellt. Es ist also ein Ansatz von unten nach oben, aber sie müssen vom Parlament verabschiedet und gebilligt werden. Und wenn man sich die Projekte gemeinsamen Interesses anschaut, da gab es eine sehr gute Projekte wie Batterien, wie intelligente Stromnetze. Auch die Speicherung war ein großes Thema. Aber die Hälfte des Geldes sollte in Gasinfrastrukturen fließen. Und wir als Grüne haben natürlich versucht, unsere Kollegen aus anderen Gruppen zu überzeugen, dass das Parlament diese Liste nicht annehmen solle. Die wurde aber letztlich angenehmigt und angenommen. Und Timmermans sagte dann, dass diese Projekte alle mit dem Green Deal übereinstimmen. Aber es gibt tatsächlich keine Gesetzesgrundlage dafür. Wir schenken ihm tatsächlich relativ wenig Vertrauen, denn hätte er vor der Abstimmung über die PCI-Liste, hätte er ein stärkeres Signal vor diesen Wahlen gegeben, hätte das Parlament gesagt, nein, wir billigen keine Gasprojekte mehr, hätten wir eine andere Haltung. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Gaslobby sich sehr viel stärker engagiert. Sie sprechen vom Übergangsbrennstoff, sogar von einer sauberen Energiequelle. Und ich glaube, dass dieser Begriff des Natural Gas, des natürlichen Gases, ist da so ein wenig irreführend. Natürlich ist es natürlichen Ursprungs. Es hat sich über Millionen von Jahren im Boden abgelagert. Aber jetzt, wo das Klimagesetz verabschiedet wurde und jetzt dem Rat und dem Parlament vorliegt, ist es aber nicht besonders stark. Es gibt derzeit ein Emissionsziel für das Jahr 2030. Da sprechen wir über 40% und das Klimagesetz sagt, dass dies auf 50 oder 55% ansteigen sollte.
Die Konservativen sagen, dass sie maximal auf 50% sich einigen können. Aber wenn wir uns den Green Deal anschauen, dann sollte unser Ziel eigentlich 65% sein. Das ist auch die Position der Grünen und, was sehr gut ist, auch die Haltung von Herrn Gutterland, von Rapporteuren. Und sie war der Meinung, dass auch 65% der richtige Richtwert wäre. Zum Thema Klimagesetz gibt es sehr viel Diskussion, denn es sollte nach 2030 Zwischenziele geben, die dann mit delegierten Gesetzesentwürfen umgesetzt werden sollten, sodass Rat und Parlament dazu keine Abstimmung vornehmen müssten. Aber es sind Manöver, die hier vorgenommen werden. Nach 2030 ist es wichtig. Wir sollten eigentlich bis 2030 wichtige Ziele ansetzen. Zum Beispiel auch der Ansatz des Kohlenstoffbudgets und eine verschiedenartige Verteilung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Das haben wir derzeit nicht. Und als letzter Punkt muss ich sagen, dass es im Green Day um wesentlich mehr als um Klimaneutralität geht. Wir müssen natürlich auch die derzeitigen Krisen angehen. Wir müssen die Rohstoffkrise angehen. Wir sind derzeit nicht besonders wirksam. Es wird wahnsinnig viel Abfall produziert, aber unsere Ressourcen werden nicht besonders schonend eingesetzt. Das heißt, es geht um wesentlich mehr Verbindungen. Also es gibt mehr als nur eine Verbindung zwischen der Kunststoffproduktion und der Brennstoffextraktion. Wir haben natürlich auch eine Schädigung der Biodiversität. Wir haben eine Verschmutzung unserer Grundwässer, der Böden. Und wir haben natürlich diese massiven Methanemissionen, die auch schädigend für das Klima sind. Und ich kann sagen, dass ich sehr froh bin, dass die Europäische Umweltagentur dieses Copernicus-Projekt umgesetzt hat. Es ist ein Satellit, der alle möglichen Emissionen auf der ganzen Welt erfassen kann. Und dank Copernicus wissen wir, dass die Methanemissionen wesentlich höher ausfallen, als wir bisher dachten. Und dass die vom Menschen verursachten Emissionen genauso hoch liegen wie die gesamten Emissionen von Deutschland und Frankreich zusammen. Ich glaube, das wird ein Thema sein, auf das wir später auch noch mit den Experten zu sprechen kommen. Martin, ich freue mich, dass du auch online hier dabei sein kannst und von dir da natürlich auch noch ein wenig mehr zu hören ist. Vielen Dank, Lisa, für die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Ja, vielen Dank, Jutta, für diese Einsicht in Ihre parlamentarische Arbeit. Viele Themen, die wir angesprochen haben, zum Beispiel auch Abfallmanagement, Giftstoffe und wie die Kreislaufwirtschaft so dringend notwendig ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Die Kreislaufwirtschaft und auch die Reduzierung der Methanemissionen sind natürlich ein wichtiges Thema bei der Lösung der Klimakrise. Ich möchte nun Martin Heusig gern einladen. Ich hoffe, ich habe seinen Namen hier richtig ausgesprochen, aus der Slowakei, der ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments ist seit 2019 für die Neue Grüne Partei. Er ist eben auch ein Mitglied von NDI. Er hat sich nach den REACH-Diskussionen für ein Verbot von Chemikalien eingesetzt und hat sich auch für wichtige toxische Chemikalien und den Verbot von Pestiziden eingesetzt. Können Sie uns einen kurzen Überblick gegenüber die Kunststoffstrategie und den Europäischen Green Deal auch noch einmal? Vielen Dank, Lisa. Das war gut, euch hören zu können. Also Kreislaufwirtschaft, Plastik, das ist wirklich sehr ein bedeutungsvolles Thema. Der Green Deal, es wird schon gesagt, da geht es nicht nur um das Klima, also Umwelt, da geht es ja um alles und letztlich steht alles miteinander in Verbindung. Und ich stamme aus der Slowakei, wir sind abhängig vom Erdgas. Und ich möchte erst einmal auf folgendes Thema zu sprechen kommen. Gasinfrastruktur, Gaskrise, wie ist das alles zu erklären? Also Länder wie Slowakei überlegen sich, was tun sie, wenn Russland das alles übernimmt. Es gibt einmal die Hardenstellungen, die werden vielleicht alle Terminals übernehmen. Was soll dann geschehen? Und
dann kam das auf mit den Methanemissionen. Und wir dürfen das nicht vergessen, wenn es nun ums Plastik geht. Ich habe den Eindruck, in den vergangenen Jahren beginnt die Gasindustrie nach alternativen Märkten zu suchen. Sie stellen fest, ja, fossiles Gas, das müssen wir in der Zukunft so nennen, geht eines Tages der Bedarf nach zurück. Wo sollen wir damit machen? Wo sollen wir das verkaufen? Dann diese Gelegenheit, dass man aus Gas Plastik erzeugen kann, das ist ein neuer Markt. Was ist die Tragödie, die damit einhergeht? Ein Problem, was es da gibt, erst einmal, es gibt diesen Plastikabfall. Es gibt so vielen unterschiedlichen Plastikabfall. Diese ganzen Zusatzstoffe, die da in dem Plastik mit darin sind, das sind chemisch gefährliche Substanzen. Und wir haben somit ein Problem mit der Verschmutzung. Und wir haben eine Lösung. Das ist nicht die Kreislaufwirtschaft unbedingt, aber es geht dort eher darum, dass man Verbrennungsanlagen nutzt, um daraus dann Energie zu erzeugen, dass man letztlich daraus etwas erzeugt, was dann wieder einsetzbar ist. Aber erst einmal wird dann doch etwas Fossiles verbrannt. Das ist also ein möglicher Weg, damit Plastik auch aus Erdgas erzeugtes Plastik auch dazu führt, dass es mehr Emissionen gibt. Treibhausgasemissionen gibt. Und diese gesamte Gesinnung, diese gesamte Idee der Kreislaufwirtschaft. Also ich denke, bei dem Grünen Deal geht es darum, wie können wir das Ganze angehen und in Bezug auf das Plastik in der EU, wie können wir die Wertschöpfungsketten hinbekommen, dass es also neue Kapazitäten für dieses sogenannte Virgin Plastik, wir sollten davon Abstand nehmen, das weiterhin zu erzeugen und die fossilen Brennstoffe, dass wir dort weiterhin einen Beitrag leisten, damit es noch weiterhin Emissionen gibt. Das geht letztlich gegen unsere Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, diese gesamten Verpflichtungen, die wir da eingegangen sind. Und es widerspricht auch dem Gesamtkonzept der Kreislaufwirtschaft. Also da gehen große Gefahren mit einher und wir sollten dem Ganzen vorbeugen. Und die Gesetzesgebung spielt dabei eine große Rolle. Wie setzen die das um mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie? Und es wird ebenfalls sehr wichtig sein, uns anzuschauen, dieser gesamte Rahmen dazu, MFS, also dieses MFS-Rahmen und wie insgesamt eine grüne Lösung hinbekommen. Darauf wird es letztlich ankommen. Das wird das Wesentliche sein, wenn letztlich so viele sich nicht beteiligen an solchen Investitionen. Es geht dabei letztlich ja um öffentliche Gelder, Projekte. Brauchen wir, die gemeinnützig sind. Und es darf nicht letztlich dahin gehen, dass weiterhin fossiles Gas Rolle spielt. Zukünftige Emissionen müssen reduziert werden. Wenn wir das nicht hinbekommen, das wird alles in unsere Ozeane gehen. Das wird überall auf dem Land wieder zu finden sein. Es wird gar in unseren Körpern wieder zu finden sein. Also es ist wirklich eine große Herausforderung. Ich freue mich sehr auf alle Diskussionen und ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass das hier heute in dieser Form organisiert worden ist. Vielen Dank, Martin, für diese Einblicke. Und jetzt geht es entlang der gesamten Lebenskette des Plastiks. Und wir beginnen bei der Quelle der Extraktion von den fossilen Brennstoffen. Und nun habe ich die Ehre, hier Herr Professor Robert Howard willkommen zu heißen. Er wird seine letzten Beweise zusammentragen, wo er Leckagen entdeckt hat und Methanleckagen entdeckt hat. Er kommt von der Cornell-Universität, dort war er Professor für Ökologie, dies schon seit 1933. Und
1993 und es ging bei ihm auch um Lebenszyklusanalysen und 2011 hat er seine erste Studie veröffentlicht zum Thema Schiefergas und er ist der große Sachverständige im Hinblick auf dieses Thema und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute hier als Redner haben gewinnen können. Also, lieber Robert Horvath, wir freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt kurz meine Slides zuschalten. Vielen Dank, Lisa, für diese Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier an dieser Diskussion teilnehmen darf. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet und werde nun kurz meinen Bildschirm mit Ihnen teilen, damit Sie auch daran teilhaben können. Ich hoffe, das funktioniert. So, ich hoffe, das ist jetzt von Ihnen soweit gut zu sehen. Ja, ich würde mich gern hauptsächlich auf Erdgas beziehen oder fossiles Gas, wie Martin es auch schon nagte. Lisa sagte schon, ich habe natürlich seit ungefähr 10 Jahren an diesem Thema gearbeitet, Erdgas, Methan und die Klimaumbrüche. Also der Kontext ist natürlich die COP21, also das Pariser Abkommen, bei dem beschlossen wurde, dass die Erderwärmung gut unter 2 Grad zu verbleiben hätte, zu vorindustriellen Zeiten und selbst 1,5 Grad erwärmt wäre schon sehr gefährlich. Und das ist natürlich wichtig zu verstehen, dass wir das nicht erreichen können, wenn wir nur CO2 reduzieren. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir auch Methanemissionen wesentlich reduzieren. Und der Grund, warum ich mich dem Thema hier zugewandt habe, ist hier diese Studie von Sedell und Schindel et al. Diese Publikation ist vor 8 Jahren veröffentlicht worden und hier sehen wir die globale Erwärmung von 1900 bis 2050, hier diese zittrige Linie und dann haben wir natürlich 4 Szenarien, wie die Zukunft aussehen könnte. Wir wollen natürlich wesentlich unterhalb dieser 1,5 Grad bleiben und was sicher ist, dass wir nicht in diesen roten Bereich hier übergehen wollen. Das Szenario der fehlenden Reduktion von Treibhausgasen, das ist das, was wir eigentlich jetzt in der Vergangenheit getan haben. Wir haben da tatsächlich natürlich recht wenig Maßnahmen ergriffen. Die Erde hat sich extrem erwärmt und die Erde hat sich ein wenig mehr erwärmt, als zu erwarten war. Und da befinden wir uns jetzt. Die Linie direkt darunter ist das Szenario, wenn wir zwar CO2 reduzieren, aber Methan nicht weiter berücksichtigen. Und die CO2-Reduktion sind wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass über die Meere weniger aufgenommen werden kann. Das wird sicherlich sichtbar sein, aber es würde ihre Zeit dauern. Die grundlegenden 2 Linien wäre das, was passiert, wenn wir auch unsere Bemühungen in Richtung Methan ausweiten. Wenn wir also nur Methan und Ruß reduzieren, dann würde sich die Erderwärmung wesentlich verlangsamen, zwar sofort. Und hier unten wäre unsere Wunschlinie, wenn man also nicht nur Methan und CO2, sondern auch den Ruß reduziert. Und wenn wir all dies tun, dann hätten wir tatsächlich eine Möglichkeit, die Klimaziele der COP21 zu erreichen. Gehen wir noch einmal ein Schrittchen zurück und erklären, warum die wissenschaftliche Gemeinschaft sich so sehr gefreut hat, dass es endlich zu diesen Klimazielen kam in der COP21. Denn hierbei geht es um Umschwungpunkte, wenn sich also grundlegende Dinge ändern. Ich möchte da nicht auf jedes einzelne Detail Eingang nehmen, denn natürlich haben diese einzelnen Aspekte alle ihre Auswirkungen und es würde sehr viele tausend Jahre dauern, bis wir wieder zurückkämen zu den ursprünglichen Situationen. Wenn wir hier im weißen Bereich bleiben, das wäre die Empfehlung 2007, wenn wir also hier in diesem weißen Bereich
bleiben, dann haben wir eine relativ geringe Gefahr, diese Umkehrpunkte zu erreichen. Im gelben Bereich erhöht sich natürlich die Gefahr und rot ist eine Hochrisikogruppe oder ein Hochrisikobereich. Selbst hier bei 1,5 Grad Erwärmung sind wir schon in diesem moderat gefährlichen Bereich. Und was ich hier noch einmal hervorheben möchte, ist, dass die Dinge durchaus schlechter aussehen, als wir 2007 dachten. Und ich möchte mich da hier auf diese Umweltbewegungen im Atlantik beziehen. Das ist also der große Umwälzer, also das große Förderband, das Strömungssystem, wie es genannt wird. Und hier gehen wir von einer Erwärmung von 3,5-4 Grad aus, bis es gefährlich würde. Aber bei 1,1 Grad gibt es schon Veränderungen. Wir haben diese Umweltbewegung im Nordatlantik schon wesentlich verlangsamt. Die Verlangsamung mehr als 15%. Dies ist wieder zurückzuführen auf das Abschmelzen der Polarkappen des Eises in der Antarktik. Und das hat natürlich eine wesentliche Auswirkung auf diese Strömungsbewegungen. Das wird natürlich wesentlich verschlechtert. Also diese Aufnahmemöglichkeit des Meeres von CO2 wird entsprechend verschlechtert, wenn es diese Strömungsbewegungen nicht mehr gibt. Und eine wesentliche Auswirkung hat es natürlich auch auf das Klima hier, ganz besonders in Nordamerika. Das wird natürlich schlimmer, je mehr diese Erwärmung zunimmt. Aber diese 1,5 Grad Ziele sind da tatsächlich sehr, sehr real. Der Kontext ist also, ist das Erdgas tatsächlich ein Übergangsbrennstoff? Wir haben vor ungefähr 10 Jahren da wirklich recht intensiv darüber gesprochen. Nicht nur in den USA, sondern auch weltweit, nicht nur unter Trump, sondern auch bei Obama hat man diese Idee sehr stark gefördert, die Idee, dass Erdgas die Lösung wäre. Und dahinter steht natürlich eine Logik, die ich Ihnen gern zeigen möchte. Wir schauen uns jetzt die CO2-Emissionen an im Verhältnis zur Energie, die freigesetzt wird, je nach Verbrauch von Erdgas, Diesel oder Kohle. Natürlich setzt Kohle mehr CO2 als Erdgas und Diesel frei, um die gleiche Energie zu erhalten. Das heißt, der Umschwung von Kohle zu Erdgas macht durchaus Sinn, wenn man sich das CO2 anschaut. Das Problem ist nur, dass das Erdgas 99% aus Methan besteht. Und Methan ist ein durchaus sehr potentes Treibhausgas. Wenn es sich in der Atmosphäre befindet, dann ist es 120 Mal so klimaschädlich wie CO2. Das heißt, es ist ein wirklich sehr mächtiges und schädliches Klimagas. Dann spätestens habe ich mir Sorgen gemacht, was die Schiefergasrevolution in den USA für Folgen haben könnte, falls Sie darüber noch nicht vertiefend nachgedacht haben. Das ist eine Produktion, die noch nicht diese Ausmaße angenommen hat, bis in dieses 21. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden. In den letzten 15 Jahren ganz besonders konventionelles Erdgas könnte sich hier vielleicht in solchen Schichten befunden haben und dann vielleicht über 10 und Hunderttausenden von Jahren hier durch die Gesteinsschichten nach oben gefiltert wurden und sich dann hier in solchen Lagerstätten befindet. Da wir nun aber langsam ein Abnehmen der Ölvorkommen sehen, versucht man natürlich dieses Gas, dieses weit tiefere befindliche Gas zugänglich zu machen. Hier wird also ein Bohrloch gebohrt. Man geht dann lateral hier in diese Gesteinsschichten. Es werden also Wasser, Chemikalien und Sand eingebracht und unter hohem Druck dieses Öl zu oder dieses Erdgas zu lösen. Auf der rechten Seite zeige ich Ihnen die Entwicklung in den USA zwischen 2000 und 2018. Zu Beginn gab es hier ganz wenig Schiefergasproduktion bis 2005 oder 2006 und dann ging es vollständig los. Die konventionelle Gasproduktion ging zurück. Die hauptsächliche Gasproduktion lässt sich nun auf die Schiefergasproduktion zurückführen. Auch in Kanada gibt es ganz wesentliche Produktion, aber 90% der Schiefergasexploitation sind in den USA zu finden. Also Nordamerika ist da das Hauptzentrum.
Schauen wir uns nun also die Methanemissionen an. Wir haben zusammen mit Santoro und Ingrafe in 2009 dieses Thema aufgegriffen. Wir hatten das Gefühl, dass niemand sich diesem Thema annimmt. Dementsprechend haben wir uns angeschaut, wie die Methanemissionen möglicherweise aussehen könnten, was das für das Klima bedeutet. Wir haben diese Peer-Review-Veröffentlichung vor 9 Jahren herausgebracht, um noch einmal zu zeigen, welche Auswirkungen Methan unsere Umwelt hat. Und das führte dazu, dass wir tatsächlich sehr besorgt waren. Die Information ist, dass ein wesentlicher Anteil von Methan freigesetzt wird, wenn Schiefergas abgebaut wird. Und wenn man sich dieses wärmende Potenzial des Methans anschaut, dann könnte Schiefergas tatsächlich noch eine negativere Bilanz aufweisen als die normale Erdgasgewinnung. Also, wir haben hier einige Tonprobleme. Die Frage war, ob Sie vielleicht die Kamera ausschalten könnten, damit die Verbindung ein wenig besser rüberkommt. Wenn Sie Ihre Kamera ausschalten, könnte man Sie vielleicht besser hören. Ich weiß nicht, ob man dann den Bildschirm weiterhin sehen kann. So, wir haben kein Video mehr, aber die sind noch zu sehen. Gut, und wir hören Sie. Wenn Sie jetzt vielleicht noch den Vollbildschirm einschalten, dann kann man Ihrem Präsentation besser folgen. Ja, für manche Teilnehmer war es nicht ganz einfach, der Grafik zu folgen. Auch der Ton war für uns Dolmetscher nicht immer ganz eindeutig. Von daher wird es jetzt vielleicht ein wenig einfacher. Ja, vielen Dank noch einmal für diese Unterstützung hier von der Moderationsseite. Eine unserer Schlussfolgerungen aus dem Jahr 2011 war, wir haben natürlich die bestmöglichen Informationen verwendet, aber was uns Sorge bereitet hat, dass wir recht wenig Unterlagen zur Verfügung haben. Wir brauchen mehr Wissenschaftler vor Ort, die diese Informationen auswerten, die Methanemissionen analysieren und das dann der Industrie eben auch zugute halten. Das war, wie gesagt, die erste Veröffentlichung im Jahr 2011. Es gibt mehr als 1000 Veröffentlichungen, hunderte davon mit Primärdaten, also robuste wissenschaftliche Daten. Ein Beispiel dafür habe ich hier mitgebracht. 2013 kam diese Veröffentlichung hinzu. Hier sehen wir ein Flugzeug, das Methanemissionen in Echtzeit messen kann. Wir haben hier Pennsylvania überflogen, sind immer wieder hin und her geflogen, um da die verschiedenen Methanemissionen zu messen. Und hier kann man sehen, dass die Konzentrationen manchmal niedriger, manchmal höher ausfallen. Diese Information kann man dann nutzbar machen und da kann man eben schlussfolgern, dass an dieser Förderstelle sehr hohe Methanemissionen gemessen werden konnten. Methanemissionen waren tatsächlich höher, als wir es vorhergesagt hatten. Es gibt auch noch weitere Studien zu diesem Thema und ich möchte sie gern für Sie zusammenfassen. Die Themen sind in Prozent der Produktion des fossilen Gases angegeben, so wie es in den USA 2015 gefördert wurde. Und die Emissionen an der Produktionsstelle, an der Gewinnung, bei der Verarbeitung, der Lagerung und der Transporte durch Hochdruckpipelines. Wir haben unsere Informationen auf Schätzungen von Alvarez et al. Basiert aus dem Jahr 2018. Eine Veröffentlichung von Plant et al. Aus dem Jahr 2019 hat uns noch einmal über das Betriebsnetz informiert. Insgesamt gehen wir also davon aus, dass 3,2% des gesamten Produktionsvolumens Emissionen sind. Das ist tatsächlich niedriger, als es in einzelnen Punkten zu messen ist. Das ist darin nicht enthalten und es enthält auch keine Emissionen von nicht mehr genutzten Bohrlöchern. Ich denke, dass die Emissionen wahrscheinlich
eher nicht niedriger, sondern eher höher ausfallen. Sie könnten ungefähr doppelt so hoch sein, denn Emissionen von LNG sind hier nicht mit enthalten, die nach Europa befördert werden. Die wissenschaftliche Gemeinschaft weiß, dass es eine Unterschätzung der Methanemissionen gab. Hier sehen wir ein Zitat einer der führenden Wissenschaftler, der sagte, ja, das sind wahrscheinlich eher niedrige Zahlen, die wir hier sehen. Man muss davon ausgehen, dass diese eigentlich höher sind. Hier sehen wir eine Studie, die vor 2 Wochen veröffentlicht wurde, die sich Satellitendaten zunutze macht, um Methanemissionen zu messen im Südwesten der USA. Dort sagt man, dass die Emissionen aus der Produktion und aus der Gewinnung eher bei 3,7% anzusiedeln sind im Vergleich zu den 2,4%, die hier angesetzt wurden. Wenn wir also diese niedrigen Schätzungen einsetzen, könnten wir trotzdem zumindest einen Fußabdruck im Vergleich zu Diesel und Kohle erzeugen. Der gelbe Anteil sind die Direktemissionen bei der Verbrennung des Brennstoffes und rot sind die Emissionen, sind die Verbrennung mit CO2 und der rote Anteil ist der Anteil der Methanemissionen. Hier sehen wir, dass der Fußabdruck des Erdgases eben aufgrund dieses Methananteils wesentlich schlechter aussieht als Diesel und Kohle. Wesentlich schlechter als Kohle. Kommen wir einmal direkt auf das LNG zu sprechen, also das Flüssigerdgas. Diese Verflüssigung erfolgt über die Verbrennung von Erdgas. Um also eine Einheit Methan als Flüssiggas nach Europa zu transportieren, braucht man 1 bis 2 Mal die Menge, um dieses Gas zu verflüssigen. Ich möchte mich noch einmal entschuldigen, der Ton ist wirklich relativ schlecht. Ein Teil des Methanes wird abgedampft, um dieses LNG flüssig zu halten, um es weiter zu kühlen. Und das nennt man Boil-off, also Abdampfverluste. Es gibt keine objektive Evidenz, welche Volumen da dort zu finden sind. Aber wenn wir uns das Flüssiggas einmal genauer anschauen und hier noch einmal die CO2-Emissionen um die Methanemissionen erweitern, um eben auch das Gas zu berücksichtigen, was notwendig ist, um das Gas zu verflüssigen. Hier sehen wir, dass dieser Klimafußabdruck im Vergleich zu Kohle hier sehr negativ ausfällt. Und da haben wir die Abdampfverluste noch nicht berücksichtigt. Das heißt, diese Säule ist hier eventuell noch nicht zu Ende. Die Klimabilanz sieht hier also wirklich sehr negativ aus. Die durchschnittliche Konzentration von Methan in der Atmosphäre von 1980 bis 2015 sehen wir hier. Seit 2006 ungefähr gab es hier wieder einen steilen Anstieg und das ist natürlich besorgniserregend, denn Methan muss reduziert werden, um die COP21-Ziele zu erreichen. Ich bin der Meinung, dass die Schiefergasproduktion natürlich hier wesentlich dazu beigetragen hat und fast 2/3 der Zunahme der fossilen Brennstoffproduktion ist auf die Schiefergasproduktion zurückzuführen in den USA. Man sollte also nicht allzu überrascht sein, wenn man hier diesen Anstieg sieht. Das kann man auch beziffern. Man geht davon aus, dass ungefähr 3,2% des Methans in die Atmosphäre geht. 35% der Gesamtzunahme in Methanemissionen ist wahrscheinlich auf diese Schiefergasabbauten zurückzuführen. Also 35 bis ungefähr 60% des Anstiegs der Methanemissionen ist auf die Schiefergasgewinnung zurückzuführen. Vor wenigen Jahren wurde eine Publikation veröffentlicht, bei der es darum geht, die Grund
Ursachen für den Anstieg der Methanemissionen zu finden. Ursprünglich war man der Meinung, dass dies auf die Methanproduktion in der Viehzucht zurückzuführen wäre, hauptsächlich bei Kühen. Dies hat man auf die stabilen Isotope begründet. Das C13 ist Teil des Kohlenstoffatoms, das mit der Zeit immer schwerer wird. Für ungefähr 10 Jahre wurde diese Entwicklung verlangsamt, dann hat es sich in die andere Richtung entwickelt und deswegen war man der Meinung, dass diese Emissionen hauptsächlich aus der Viehzucht stammen. Im letzten Sommer konnte ich eine neue Veröffentlichung herausbringen und habe dort geschlussfolgert, dass man dort davon ausgegangen ist, dass das C13-Signal von Methan aus Schiefergas genau das gleiche wäre wie aus herkömmlichem Erdgas. Das ist aber nicht der Fall. Herkömmliches Erdgas ist Gas, was sich über 100 Millionen von Jahren nach oben bewegt hat, migriert ist. Das wird dann biologisch aufgebraucht und das verändert die Zusammensetzung des Kohlenstoffs. Das Methan aus dem Schiefergas hat weniger C13 als konventionelles Erdgas und das wurde in dieser Veröffentlichung nicht berücksichtigt. Es gibt dann noch andere Themen, die werde ich jetzt nicht weiter beleuchten, aber die Schlussfolgerung ist, jetzt höre ich gar nichts mehr. Weniger als 5 Teragramm soll aus der Zunahme an fossilen Brennstoffen kommen, mehr als 20% aus der Viehzucht. Wenn man sich dann andere Studien anschaut, kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen, die eher andersherum aussehen, dass 20% eben auf die Gewinnung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Wir können dann unabhängig davon schätzen, welche Emissionen dann für das Schiefergas zutreffen, 3,5% bis 4% ungefähr. Das im Vergleich zu 2,8 bis 3,5% für die konventionelle Erdgasgewinnung. So, der Ton ist jetzt leider wieder weg. Viele kamen aus der Öl- und Gasgewinnung. In den letzten 10 Jahren haben diese Methanemissionen zugenommen. Wir wollen eigentlich, dass diese heruntergehen, aber 25 Teragramm sind im Jahr hinzugekommen. Und das lässt sich hauptsächlich auf die Erdgas- und Ölproduktion zurückführen. Wir bewegen uns also in die falsche Richtung, wenn wir die fossilen Emissionen zurückfahren möchten. Wenn wir die Paris-Ziele erreichen wollen, müssen wir die Methanemissionen zurückfahren. Entschuldigung, so kann ich leider nicht dolmetschen. Ich verstehe wirklich nur die Hälfte der Sätze. Vielen Dank, Bob. Es tut mir leid, dass ich einmal unterbrechen musste. Aber die Verbindung war einfach nicht ausreichend. Also vielen Dank für diesen Beitrag mit einem guten Einblick. Da kann man raus sehr sehen, warum das so lange unterschätzt wurde mit den Methanemissionen. Es ist ein Thema, da sollte man sich drum kümmern und beim Fracking.com bemerkt, wie stark der Anstieg war in den letzten 2 Jahren. Und nun wird es um Plastik gehen, inwieweit das auch einen Beitrag leistet zur Klimakrise, die Emissionen beim Fracking und auch sonstige Emissionen, die häufig vergessen werden, aber eben auch eine Rolle spielen. Stephen Veit wollte ich einladen, einen Anwalt aus dem Zentrum für internationale Gesetzgebung und er wird vielleicht das auch noch kurz umreißen und er hat eine Jura-Ausbildung hinter sich, hat lange in der Finanz
Welt gearbeitet, hat Berichte verfasst, Plastik und Klima, die versteckten Kosten hinter der Umweltverschmutzung. Ich kann seine Veröffentlichungen nur wärmstens empfehlen. Und es geht nun um den Lebenszyklus des Plastiks und um die Auswirkungen, die damit einhergehen. Und jetzt, ja, erteilen wir Stephen Veit das Wort. Gut, vielen Dank, Lisa. Bitte, ganz kurz möchte ich hier meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich bin Stephen Veit aus dem Zentrum CIL Umweltrecht aus Washington und ich werde hier über fossile Brennstoffe sprechen, Plastik und über den Planeten. Also, was wir beobachten, was geschieht, ist eine große Expansion der Unternehmen ExxonMobil und SABIC haben große Projekte, wollen ihre Plastikprojekte erweitern. Wir sehen, wie die Industrie sich dahin entwickelt, dass es dort im Silicon Valley ein zweites wichtiges Hub gibt. Es gibt auch eine Dynamik im Golfbereich und wir sehen, dass Schiefergas per Schiff transportiert wird von USA nach Europa, um eben auch in Europa noch mehr Plastik zu erzeugen. Diese Namen, die dahinter stehen, die kennen Sie alle, ExxonMobil, Shell, Total, Chevron, Philips. Und wir haben schon über die Gründe dafür gesprochen. Plastik sind auch wiederum fossile Brennstoffe, nur in einer anderen Form. Sie sind daraus abgeleitet, aus Öl, aus Gas, aus Kohle auch. Und das geschieht vor allem in China. Und der Grund, warum das jetzt passiert, ist der folgende. Dieser Fracking-Boom hat dazu geführt, dass Erdgas sehr kostengünstig geworden ist. Also es führt dazu, dass es zu einem großen Ausbau kommt, dieser ganzen Industrie, die allein die 2 Milliarden Dollar wurden allein ausgegeben für diesen Bereich Plastik. Das ist kein Zufall, da steht ein Plan dahinter. Plastik soll dort eine Rolle dabei stehen und 50%, so wird geschätzt, des zusätzlichen Erdölerzeugung, das wird hauptsächlich für Plastik eingesetzt werden. Also bei dieser gesamten Bewegung gibt es verschiedene Organisationen, die sich zusammengetan haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass all dieses Auswirkungen hat auf die Gesundheit der Menschen, dass es das Problem gibt, wie das gelagert wird, wie das die Umwelt vergiftet. Und es gibt verschiedene Organisationen, die sich dort einbringen, auch das Ganze rückzuverfolgen, wo diese Emissionen hingehen und versuchen halt so ein Profil zu erzeugen. Wohin gehen diese Treibgasemissionen? Die Treibgasemissionen werden bei jedem einzelnen Schritt der Produktion erzeugt. Und Plastikverschmutzung ist eine Bedrohung für das weltweite Klima. Und diese petrochemische Produktion, das ist just der Grund, warum es so schwierig ist, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Also es fängt an mit dem Transport, Produktion, Erzeugung und letztlich die Lagerung und dann die bleibenden Umweltschäden, die sich daraus ergeben. Also Förderung und Beförderung der fossilen Brennstoffe, das führt zu der Erzeugung von vielen Treibhausgasen, wie hier der Herr Professor im Vorfeld gesagt haben. Es gibt das Problem mit dem Methan, bei dem Bohren nach dem Gas gibt es
Probleme und dann gibt es Umweltschäden, es werden Wälder gefällt dafür und es ist wichtig, das ständig im Hinterkopf zu behalten, hauptsächlich in Infrastrukturen, die erstellt werden, um fossile Brennstoffe zu fördern. All das führt zu Folgeschäden und wir haben dort Berechnungen angestellt, dass allein die USA, dass es dort Emissionen gibt von dieser Gasförderung, all das, was dann genutzt wird für die Plastikproduktion, da reden wir von 10 Millionen Tonnen und 10 Millionen Methantonnen und bei der Ölförderung, was speziell für die Plastikproduktion genutzt wird, wird zu 13 Millionen Tonnen und tatsächlich sind all das nur Schätzungen und wahrscheinlich ist der wahre Schaden noch viel größer als das, was man annimmt. Und es ist der Bereich in der Industrie, der sich am meisten entwickelt derzeit. Emissionen entstehen beim Cracking-Prozess. Und diese Moleküle kommen aus dem Bohrloch, dann braucht man weitere Moleküle, aus dann das Plastik erzeugt wird, diese ganze Polymerisierung, eine lange Kette und überall spielt Plastik eine wichtige Rolle dabei, diese chemischen Zusatzstoffe, die dann dabei benutzt werden und dann letztlich auch Spuren hinterlassen in der Umwelt. Es ist hier klar zu sagen, hier ist eine weitere Folie aus den USA. Da sieht man, dass der Chemiesektor der größte Energieverbraucher ist unter den Industriesektoren. Mehr noch als die Raffinerien etc. Und Plastik ist wirklich der größte Verschmutzer bei der gesamten Sache. Und 2015, die Emission nur von diesem ersten Teil, dieser Cracking-Prozess, um Ethylen zu erzeugen. Das ist nicht der einzige Schritt, aber das ist die erste Molekül, die man braucht. Allein da schon haben wir 200 Millionen Tonnen CO2-Emissionen und das wird noch weiter ansteigen. Dann Lagerung, es wird auf Deponien verbracht, wird verbrannt. Überall entstehen viele Treibgasemissionen und Plastik wird in erster Linie verbrannt. In den USA in 2015 sprechen wir über 15 Millionen Tonnen CO2 und die dabei entstanden sind. Und ich möchte hier zu den Zahlen noch sagen, die Emissionen bei der Verbrennung von Verpackungen, das spricht man von diesen 16 Millionen Tonnen. Und das sind Nettoemissionen. Und das ist wirklich das mit zu berücksichtigen, wenn man über Verbrennung spricht. Man kann sagen, auf der einen Seite, sie schauen, wie viel CO2 wird dabei ausgestoßen oder man kann sich die Nettoemissionen anschauen. Wenn man Energie rückgewinnt aus diesem gesamten Prozess, dann kann man davon ausgehen, dass das dann andere Energieproduktion ablösen wird, die dadurch nicht mehr erforderlich wird im Gesamtnetz. Also wenn beim Plastikverbrennen Energie gewonnen wird und dann muss irgendwo weniger Gas verbrannt werden. Aber Plastik ist dreckiger als Erdgas. Also diese 16 Millionen Methantonnen, die sind dann wiederum von der Umwelt zu verkraften. Und diese Schätzungen, die berücksichtigen nicht, was bei diesen offenen Verbrennungen ist und bei denen keine Rückgewinnung von Energie zeitgleich geschieht, wo dann nichts eingespeist wird ins Stromnetz. Und das lässt sich auch nur sehr schlecht in Mengen erfassen, weil sowas auch informell geschieht.
von Gemeinden betrieben und all das zu erfassen, ist schwierig. Also, wir haben eine Szenarioanalyse vorgenommen. Einmal gehen wir aus von einer besten Szenario-Vorstellung. Erstmal 2016, wir gehen weiter bis zum Jahr 2050. Da gehen wir davon aus, dass es einen weiteren Anstieg gibt der Plastikproduktion. Also das ist hier diese gelbe Linie, die Emissionen von der Müllverbrennung, wo eine Rückgewinnung stattfindet, wenn die Industrie ihre Erzeugung weiter ansteigt und wenn die Rolle der Verbrennung dabei sich weiterhin entwickelt, dann denken wir, dass wir bei 2050 das 300 Millionen Methantonnen in die Umwelt ausgestoßen werden, zusätzlich zu dem, was wir heute haben. Was bedeutet das, wenn wir diese Zahlen letztlich zusammenbringen? Letztes Jahr haben wir gerechnet, dass ungefähr das den gesamten 189 Kohlekraftwerken entspricht. Man geht davon aus, Betrieb 24 Stunden am Tag, an allen Tagen des Jahres. Dann letztlich werden es fast 300 Kohlekraftwerken und dann letztendlich 615 Kohlekraftwerke. Und dabei geht man eben so davon aus, dass diese Kohlekraftwerke von der Annahme her rund um die Uhr betrieben werden. Wenn wir all diese Elemente zusammennehmen, haben wir diese 56 Milliarden Tonnen CO2. Also immer ausgehend 2050 wird allein das dem Plastik zugeschrieben werden müssen. Und das wird dann nicht einfach abbrechen in 2051. Die Emissionen werden dann noch weiterhin ansteigen bis zum Ende des Jahrhunderts. Hier unten rechts, man sieht ganz unten erst einmal, was bei den verbleibenden Harzen anzunehmen ist. Aber ich möchte hier noch auf einige besondere Dynamiken hinweisen. Erst einmal Emissionen von der Verbrennung. Ich rede immer von den Nettoemissionen. Das bedeutet, also jetzt unten, das ist erstmal Strom, was im Stromnetz zurück eingespeist wird. Das ist nicht das Schlimmste. Die Welt, die wir gemeinsam aufbauen wollen, fossile Energien, wenn die vollkommen ausgeklammert werden können, dann würde es insgesamt alles abflachen werden. Aber wenn diese Emissionen, die aus der Plastikproduktion hervorgehen, weiterhin zunehmen, dann hat das eine so viel schlimmere Wirkung. Und dann zweitens diese Grenzen. Wie können wir das Ganze wiederum abgrenzen? Also Plastik ist ja letztlich auch ein fossiler Brennstoff in einer anderen Form. Und bei der Förderung, bei der Beförderung, dann gibt es das Problem der Leckagen, die es geben kann. Und all das wird zu einem Anstieg der Treibhausgase führen. Und im besten Fall, auch wenn aller Strom, aller Energie, der dort in den Prozess eingebracht wird, wenn all das erneuerbar ist, kann man trotzdem nur die Hälfte dieser Emissionen wieder wettmachen. Also mehr kann man da nicht verbessern. Und auch das ist nur eine optimistische Sichtweise der Dinge, denn es wird so viel Energie erforderlich machen, diese Herstellungsprozesse zu betreiben, das Cracking, die Polymerisierung. Und das bedeutet letztlich, gut, es wird Strom eingespeist, aber dennoch verwenden sie dafür Gasunternehmen. Also auch wenn man das gesamte Stromnetz entkarbonisiert, wird es immer noch gasbetriebene Kraftwerke geben und die werden alle Anstrengungen, die wir ansonsten unternehmen, um die Entkarbonisierung hinzubekommen, zunichte machen. Und
Das wird es der Welt unmöglich machen, die Klimaziele zu erreichen. Und es gibt dort überhaupt keinen Weg drumherum, diese Emissionen zu vermeiden. Sie sehen, es gibt hier diese 3 von den 4 Schritten des Lebenszyklus, die aufgezeigt wird. Und es gibt aber auch schon Plastik, das sich in der Umwelt befindet. Und auch damit müssen wir umgehen. Die Ozeane der Welt haben 30% des CO2 aufgenommen. Plastik in den Ozeanen ist vorhanden. Und da muss man sich die Frage stellen, was damit geschieht. Und Sie sehen hier diese biologische CO2-Absorption, also wie das auf die Lebewesen übergeht. Kleine Mengen lang ist er rein, immer mehr gelangen bis in die tieferen Schichten des Ozeans heraus aus dem allgemeinen Zyklus und dann wird dadurch noch mehr hinterhergezogen und gelangt auch in die tieferen Schichten des Ozeans. Und Plastik in den Ozeanen ist eine Sache, die besonders schlimm ist. Es mag Orte geben, wo es nicht ganz so schlimm ist, aber dennoch, es ruft überall Zerstörung hervor. Es zerstört die Zyklen. Es zerstört den Nährungskreis, den es gibt in den Ozeanen. Ich möchte das jetzt nicht zu hoch bewerten, aber ich möchte auch nicht, dass das unterbewertet wird. Also die Auswirkungen davon, die es bereits schon gibt, inwieweit es schon die ganze marine Welt gefährdet hat, all das, was so eine wichtige Rolle spielt, auch aus vielen anderen Gründen heraus. Also es ist so schwierig, das wieder reinigen zu können. Der Schaden ist bereits schon da. Ob man ihn überhaupt noch rückgängig machen kann, ist die große Frage. Und die ersten Handlungen, die wir unmittelbar angehen müssen, ist natürlich, dass wir diese Erzeugung und die Verwendung von Plastik zum Einmalverbrauch stoppen, dass wir aufhören, weitere petrochemische Infrastrukturen zu entwickeln und dass wir die Transition beschleunigen. Und was die Covid-19-Krise angeht, inwieweit das auch den Öl Gas-petrochemischen Sektor betrifft. Da gibt es auch ein paar Punkte zu, die ich unbedingt hervorheben möchte. Fracking war die Schwachstelle, die Kosten damit einhergehen, das gesamte Geld, was da reingesteckt wurde, Jahr für Jahr, um diesen Bereich erforschen. In den USA wurde dafür sehr viel Geld ausgegeben, dass es die Krise gibt. Wir sehen, es gibt nun eine weitere Welle Ölunternehmen, die pleite gehen. Das geht einher mit der Covid-19-Krise, so wie es bisher noch nicht vorgekommen ist. All die, die dahinter stehen, die das mitfinanzieren und nun auch Verluste erleben. Eine tragende Säule des Ganzen ist das, was nun zusammenbricht. Plastik ist selbst für diese großen Ölunternehmen eine sehr gefährliche Wette, die sie da eingehen. Und ich möchte das hervorheben, wenn man sich das hier ansieht, diese grüne Kurve auf dem
größeren Diagramm. Das ist, man sieht hier die Entwicklung bis 2040. Man sieht hier mit Hand bis nach ganz oben hin die Erdöl, all diese Flüssigkeiten, die eine Rolle spielen bei der Flüssiggasproduktion. Wir sehen hier, die Welt macht sich nach wie vor Sorgen um Plastik, aber es wird nicht unbedingt gehandelt. Und wir sehen, wie auch die Anfrage nach wie vor besteht. Und die gelbe Kurve zeigt, dass ein Rückgang der Verwendung von Einwegplastikverpackungen geht nicht so schnell zurück. Und vor allem Einwegplastikverpackungen sind das, was ausschlaggebend ist für die Gewinne dieser Unternehmen. Und das wissen diese Unternehmen. Das kann auch sein, dass dort die Gewinne gar nicht reichen. Man sieht ganz klar, was für eine Marge sie just bei dieser Produktion haben. ExxonMobil haben für 2019, das war das erste Mal seit 17 Jahren, dass sie das taten, dass sie dort einen Verlust hatten und nun diese Corona-Krise, all diese Auswirkungen, die es hat auf die Erdölpreise. Und ich möchte mit den folgenden Worten enden. Wir sind nun in dieser Stellung, wo die Industrie sich so gut entwickelt wie nie zuvor, aber sie ist besonders angreifbar derzeit. Sie ist geschwächt worden, die derzeitige Lage. Und nun ist vielleicht der rechte Moment gekommen, doch noch etwas tun zu können, damit wir die Klimaziele erreichen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Steven. Das war recht harte Kost, viel zu verdauen. Sicherlich denken nicht alle daran, was damit einhergeht mit den verschiedenen Lebensphasen eines Plastikprodukts, wenn wir das kaufen, verbrauchen, letztlich wegwerfen. Aber natürlich müssen wir an all diese Punkte denken. Und vielen Dank für die Zusammenfassung. Klar, das geht, ist nicht gut kombinierbar mit den Klimazielen, die wir eigentlich verfolgen und jetzt die besondere Lage aufgrund der Corona-Krise. Die versteckten Kosten des Plastiks, das ist ja auch eine Präsentation, die einsehbar ist. Ich musste Steven leider unterbrechen, weil wir ja noch zwei weitere Vorträge haben. Aber wer sich das noch im Detail anschauen möchte, kann das tun. Anjo Gergiu, der hat damals als ein Schiefergasunternehmen in seiner Gegend ein Unternehmen eröffnen wollte, sich als ein Aktivist eingebracht und hat seither sehr stark sich dem Thema des Plastiks angenommen. Und er möchte nun zeigen, wie all diese Dinge thematisch zusammenhängen. Und hiermit erteile ich Andy das Wort. Du bist immer noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank an alle. Das ist schön, dass ich 50 sehe, dass Leute. Wir mehr als 150 Teilnehmer hier haben. Das war tatsächlich wirklich recht harte Kost, aber ich werde versuchen, relativ schnell hier durch die Präsentation gehen, denn ich denke auch, dass die Debatte nachher sehr wichtig sein wird. Ich werde versuchen, das ein bisschen greifbarer zu gestalten, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Und dass man sich vielleicht hier noch einmal eine Unternehmen anschaut, die eine wichtige Rolle spielt, was den
Ausdehnung der Schiefergasgewinnung zu tun hat. Wir haben sehr viel über die Probleme gehört bezüglich der Öl- und Gasgewinnung mithilfe von der Schiefergasproduktion und auch was die Klimaauswirkungen der Kunststoffproduktion über den gesamten Lebenszyklus betrifft. Ich würde gerne noch einmal auf ein bestimmtes Unternehmen zu sprechen kommen, die versuchen, mit dem Geschäftsmodell Fracking für Plastik einen großen Gewinn zu erwirtschaften. In 2008, 2009 kam diese Idee auf, den Rohstoff Naphthan, also Rohbenzin, umzuwandeln oder zu ersetzen durch Feuchtgas. Das sind die Hauptbestandteile von Ethan, Propan und Butan. Und um es jetzt noch ein wenig komplizierter zu gestalten, wenn man eine Schicht anbohrt, findet man natürlich verschiedene Komponenten. Und wenn man dann über Erdgas spricht, dann ist das hauptsächlich Methan. Das haben wir vorhin schon gehört. Das ist das, was die Industrie die Trockengaskomponente des Gases benennt. Und die Industrie oder wir alle als Gesellschaft können Methan verwenden, um Energie zu produzieren. Und in der Petrochemie dient es als Rohstoffe für die Herstellung von Düngstoffen. Weiterhin finden wir Ethan, Propan und Butan in diesen Gesteinsschichten. Und das sind die sogenannten Feuchtgase innerhalb dieser Schichten. Und es gibt bestimmte Gesteinsschichten, die sehr reich an diesen Feuchtgasen ist. Und in Pennsylvania handelt es sich um eine solche Zusammensetzung. Als es dann 2009 nach der Finanzkrise zu großen Problemen kam, die gesamte Unternehmensstruktur war darauf konzentriert, sich in immer höhere Tiefen vorzustoßen. Und sie mussten nun unweigerlich darüber nachdenken, ob Einrichtungen zu schließen wären oder ob es vielleicht eine Alternative gäbe. Dementsprechend hat man sich zu diesem Zeitpunkt entschieden, zu wechseln von Naphtha zum Schiefergas. Hat in den USA einen geschlossenen Markt. Dieser geschlossene Markt war nicht in der besten Situation. Und über die Petrochemie und die Kunststoffindustrie erschlossen sich neue Märkte. Das war also tatsächlich ein Glück für dieses günstige feuchte Gas. Und man war also der Meinung seitens INEOS, dass dies eine gute Idee wäre. Man hat also eine ganz besondere Art von Schiffen eingesetzt, die sogenannten Drachenschiffe, die aus China kamen. Seit 2016 fahren sie regelmäßig zwischen den USA und Europa hin und her. Möchtest du vielleicht auch deinen Bildschirm mit uns teilen, Andy? Es ist zwar großartig, dich zu sehen, aber wir bekommen hier gerade keine Dias. Ja, natürlich, selbstverständlich, das mache ich gleich mal. So, da haben wir unsere Präsentation. Wunderbar. Viel ist noch nicht passiert, das ist tatsächlich noch das erste Dia. Das sind genau diese Schiffe, von denen ich sprach. Diese wurden in China hergestellt und auch in Betrieb genommen. Und seit 2016 gibt es eben diesen regelmäßigen Austausch zwischen den USA und verschiedenen Petrochemie-Einrichtungen von INEOS. Was man hier im Hintergrund sieht, hier ist dieser Wasservogel und hier sehen wir natürlich, dass der Mageninhalt nicht so wahnsinnig gut aussieht. Wir haben eine ganze Kolonie dieser Papageientaucher, die in Schottland nisten und endet dort, wo die wichtigen Schiefergaseinrichtungen angebaut wurden. Und es ist auch dort, wo diese Schiffe eben ablegen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese Vögel Mikroplastik aufnehmen, hauptsächlich Pellets,
die Küsten des Vereinigten Königreiches überschwemmen und dann letztlich daran sterben. Deswegen habe ich dieses Bild mit hineingenommen. Es ist eigentlich diese Geschichte, die hier noch einmal kurz gefasst als Bild dargestellt wird. Steven hat mich gerade noch einmal darauf gebracht. Es ist so wichtig, dass wir uns noch einmal darauf berufen, dass die Petrochemie und die Kunststoffindustrie einen wesentlichen Beitrag zur Klima- und zur Erderwärmung hat. Aber das wird von der Klimadebatte tatsächlich größtenteils nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier zusammenkommen. Noch einmal als Erinnerung. Die Internationale Energieagentur hat im Jahr 2008 einen Bericht veröffentlicht und dort gesagt, dass die Petrochemie der wesentliche Treiber für die Ölproduktion sein wird, auch der Verbrauch von Feuchtgas. Und da gibt es noch einen wesentlichen Vorsprung vor der Schiff- und Luftfahrtsindustrie. Wir sprechen hier über Daten von 2018. 14% der Öl- und Gas, des Öl- und Gasbedarfs geht derzeit schon in die Petrochemie. In 2018 sagt man, dass diese günstige Ethanproduktion um 70% ansteigen wird bis zum Jahr 2030. Dies ist zurückzuführen auf die US-Exporte in Regionen wie Europa. Und das ist genau diese Welle, die wir natürlich auch bei INEOS sehen, dass man versucht, sich das zunütze zu machen. Steven hat schon unterstrichen, dass keiner von uns tatsächlich wirklich weiß, was die Pandemie für die Finanzstrukturen in der Fracking-Industrie bedeutet. Aber wir wissen schon jetzt, dass eine Branche aufgetan wird, die schon jetzt nicht auf besonders sicheren Füßen steht. Kommen wir zu INEOS zurück. So sieht dieses Unternehmen hinsichtlich der Organisationsstruktur aus. Die ist sehr komplex und ich möchte mich herzlich bei meinen Kollegen von Food and Water Action bedanken, dass sie versucht haben, eine Grafik zu erstellen, mit der man wirklich einen Einblick in die Aktivitäten des Unternehmens bekommt. Im Kern sehen wir hier INEOS Limited. Diese befindet sich auf der Isle of Man, also einer Steueroase. Dann haben wir natürlich hier den Außenkern, der in der Schweiz ihren Hauptsitz hat, auch dort, um Steuern zu sparen. Und auch wenn man sie als Pioniere bezeichnen könnte, dass sie dort eben von Rohöl umgestiegen sind auf Schiefergas. Man kann auch darauf verweisen, dass die Unternehmen ein reines Petrochemieunternehmen waren und hat sich dann eben durch diesen Wechsel auch auf den Wechsel zum Upstream-Producer entschieden, um dann selber auch aktiv im Fracking-Business zu werden in den USA. Sie haben immer noch einen Großteil der Aufsuchungslizenzen für Schiefergas in England und Schottland. Dort wurde Fracking aber erst einmal auf Eis gelegt. Das wäre vielleicht noch einmal interessant zu berücksichtigen. In den letzten 3 Jahren hat sich das Unternehmen komplett geändert von einem Downstream zu einem Upstream Producer. Das heißt, sie haben nicht nur die Kunststoffproduktion selbst angetrieben, sondern auch die gesamten Vorschritte mit übernommen. Wichtig zu wissen ist, dass die Hauptperson Jim Ratcliffe hier tatsächlich das gesamte Unternehmen kontrolliert. Er war tatsächlich einmal der reichste Mann im Vereinigten Königreich. Das ist zwar nicht mehr so, er gehört aber immer noch zu den reichsten Personen. Auf dieser Übersicht sieht man noch einmal die Geschichte, die ich Ihnen bereits erzählt habe, mit ein wenig mehr Details. 2012 also wurden diese Schiffe in Auftrag gegeben, sie wurden in Betrieb genommen und 15 Jahresverträge wurden mit US-Unternehmen abgeschlossen, mit einem Fracking-Unternehmen in den USA und mit Sunoco. Das ist eine Tochtergesellschaft von Energy Transfer Partners. Das ist das Unternehmen, was hinter der Pipeline in North Dakota steht, mit der Idee, über diesen Zeitraum von 50 Jahren Zugang zu dem günstig gefrackten Ethan zu bekommen, was ja aus Pennsylvania stammt. Das war also ein
wichtiges Kampfgebiet. Bereits vor 2005 gab es einige wenige Bohrlöcher in Pennsylvania, aber jetzt sprechen wir über 10.000 verschiedene Bohrstätten in Pennsylvania allein. Dann hat man natürlich eine gute Vorstellung, was die Schiefergasproduktion für die ländlichen Gebiete bedeutet. Die reine Industrialisierung ist schon grauenerregend. Und die Vorstellung war also, dieses günstig gefrackte Gas aus Pennsylvania zu gewinnen und dann über die Mariner East One Pipeline zu transportieren. Diese Pipeline muss erweitert werden, aber nun gibt es eine zweite Pipeline, die Mariner East 2, um dann die Marcus Hook Facility anzufahren. Und dort wird das Gas dann verschifft in die Einrichtung nach Schottland und nach Norwegen. Wenn die Produktion angehalten wird oder es sonstige Störungen in Pennsylvania gibt, dann sieht man, dass die Ineos-Schiffe das Gas dann über Houston nach Schottland oder Norwegen verschiffen und manchmal werden beide Häfen auch gleichermaßen verwendet. Zu den neuen Plänen gehört nun der Bau einer Crack-Anlage in Antwerpen in Belgien. Antwerpen, vielleicht wissen viele das von Ihnen nicht, ist der zweitgrößte Petrochemie-Cluster nach Houston. Das ist also ein ganz wesentliches Zentrum, Produktionszentrum für die Petrochemie. Wahrscheinlich das wichtigste Zentrum in Europa. Diese Cracker-Anlage soll, also diese Aufspaltanlage soll dort also in Antwerpen eingerichtet werden, immer mit der Bereitstellung des gefrackten Gases aus den USA. Antwerpen soll dann als Hub verwendet werden, um das Gas weiter zu transportieren in wichtige andere Einrichtungen von Ineos, die sich zum Teil auch in Deutschland befinden. Wenn man sich diese Übersicht anschaut, sieht relativ sauber aus, man erhält hier alle notwendigen Informationen, aber ich möchte noch einmal verdeutlichen, was es tatsächlich vor Ort für die Menschen bedeutet. Und Sie vielleicht auch noch einmal zu sensibilisieren, was es tatsächlich in der Realität bedeutet, wenn wir ein Produkt in den Händen halten, was auf der Grundlage von Schiefergas hergestellt wurde aus Pennsylvania. Die Pipeline, die Mariner East, die bereits existiert, dort haben die Partner von Ineos, Sunoco musste 12,6 Millionen Dollar bezahlen, da sie sich entgegen der umwelt- und gesundheitsrelevanten Richtlinien dort verhalten haben. Das war eine der höchsten Strafgelder, die je verhängt wurden von der Umweltschutzbehörde in Pennsylvania. Und das ist tatsächlich erst der Anfang, denn so geht es immer und immer weiter. Von August 2019 sehen wir hier eine weitere Pressemitteilung über eine weitere Geldstrafe in Höhe von 300.000 Dollar durch die Verletzung der Umweltschutzauflagen. Hier haben wir eine weitere Mitteilung aus dem Januar, noch einmal 2 Millionen Strafgeld. Das ist ganz kürzlich hier erschienen im Februar. Dort wird eine Strafe in Höhe von 200.000 Dollar verhängt auf die zu alte Sunoco Pipeline. Und hier sehen wir sogar, dass die FBI eine Untersuchung eingeleitet hat, um die Lizenzen für die neue Pipeline zu überwachen. Selbst wenn man sich bei den Behörden in Pennsylvania beschwert und dort Klage einlegt, wird diese Aktivität weiter fortgeführt. Es ist nicht wirklich relevant. Was wirklich relevant ist, dass man dieses günstige Rohmaterial bekommt, um neue Kunststoffe zu produzieren. Gleichzeitig haben wir natürlich ein wesentliches Problem mit der Erderwärmung und wir haben ein ebenso großes Problem mit der Verschmutzung durch Kunststoffabfälle. Da Ineos
Fracking for Plastic in den USA nicht umsetzen können, haben Sie vor kurzem bekannt gegeben, dass Sie selbst mit Fracking-Aktivitäten in Texas beginnen möchten. Das ist eine Nachricht, selbst aus dieser Woche noch, vom 4. Mai. Die Ostenchart-Formation ist das, was hier in Texas anvisiert wird. Es geht nicht einmal darum, die Energievorräte zu sichern. Dieses gesamte Szenario hat tatsächlich nur ein Ziel, um das Geschäftsmodell von ENEOS zu verteidigen, Fracking für Kunststoffe. Food and Water Europe hat drei Mitteilungen erstellt. In einer dieser Mitteilungen ging es um die Umweltbilanz von Petrochemieeinrichtungen in Europa und die Bilanz sieht sehr, sehr schlecht aus, trotz der Worte von ENEOS, die versuchen, diese wirklich wichtigen und großen Unfälle, die dort regelmäßig stattfinden, herunterzuspielen. Wir sprechen über Gasleckagen, über Explosionen, über Brände. Jim Ratcliffe sagt, und das ist tatsächlich ein echtes Zitat, er sagte, ja, manchmal hat man vielleicht eine Delle im Auto und manchmal gibt es eben auch solche Unfälle in der Petrochemie. Und so spielt er tatsächlich die grausamen Auswirkungen seines Geschäfts herunter. Ein weiteres wichtiges Problem, abseits von der Klimadebatte, und das ist für mich erst dann, als ich vor Ort tatsächlich in Antwerpen war, habe ich das sehr lebendig erleben können, dass der gesamte Sektor, nicht nur ENEOS, hat ein wichtiges strukturelles Problem. Und dies ist ein ständiger Verlust von Pellets. Das heißt, der erste Rohstoff geht verloren und das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, aber es passiert und in einem solchen Ausmaß, dass man sich das nicht vorstellen kann. Was man hier sehen kann, diese kleinen weißen Pellets, das sind alles Ausgangskunststoffpellets. Wir sprechen hier nicht über Kunststoffabfälle, sondern über den Ausgangsrohstoff oder das Ausgangsprodukt. Antwerpen hat hier diese Plastikpellets auch in Naturschutzgebieten gefunden und niemand tut etwas dagegen. Und trotzdem hat das Unternehmen noch die Nerven, einen riesigen Slogan auf ihre neuen Schiffe zu drucken, die sie für den Transport von Rohstoffen von Antwerpen nach Köln einsetzen wollen. Und sie haben da tatsächlich diesen Slogan auf ihre Schiffe gedruckt, haltet unsere Flüsse sauber, ohne dass sie auch nur ein bisschen Verantwortung für die Verschmutzung übernehmen, die sie da selbst verursachen. Und deswegen gibt es natürlich ganz wesentliche Gegenbewegungen an allen Standorten, nicht nur in Großbritannien, in Antwerpen. Und das hilft mir natürlich auch hier die Hoffnung aufrechtzuerhalten, denn ich weiß, dass wir zusammen stark sein können und dass die Menschen sehr viel erreichen können. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, den Ausbau der Petrochemie zu stoppen und diese unheilsame Vereinigung, diese US-Europa-Verbindung hier zu stoppen zwischen der Petrochemie in Europa und den USA. Das wird hier dargestellt eben durch die 1-Dollar-Note und die 500-Euro-Note, diese Verbindung, die sich da etabliert hat. Ja, vielen Dank, Andi, für deinen Beitrag. Wir haben einen ganz netten Kommentar hier im Chat bekommen, dass das tatsächlich richtige Augenöffner sind für Aktivisten, die schon selber seit vielen Jahren in dem Bereich tätig sind. Das heißt also, wir haben ja tatsächlich es geschafft, neue Informationen zu streuen. Das ist doch schön zu hören. Unser letzter Podiumsteilnehmer ist von Hernandez. Ich hoffe, er ist noch bei uns und nicht eingeschlafen. Er schaltet sich hier aus den Philippinen zu. Vielen Dank, dass du dich bereit gehalten hast und diese Einladung angenommen hast, obwohl es für dich vielleicht nicht unbedingt jetzt die beste Zeit ist. Nachdem wir uns also die Situation in den USA und Europa und die Beziehungen angeschaut haben, schauen wir doch mal, welche Auswirkungen die gesamte Situation auf die Philippinen und die übrigen Länder im globalen Süden haben, die eben auch ihre Probleme mit der petrochemischen Industrie und der Erderwärmung haben.
Bevor er der globale Koordinator von Break Free from Plastic wurde, hat er auch bei Greenpeace International gearbeitet, hat verschiedene Allianzen mitgegründet. Gaia ist eine dieser Allianzen für Alternativen zu Müllverbrennungsanlagen. Ich möchte dich bitten, dich auch kurz zu fassen. Wir sind ja schon gut am Überziehen, damit wir am Ende noch ein paar Fragen annehmen können. So. Vielen Dank. Von Hernandez ist noch wach. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, dass ich teilnehmen darf hier bei diesem Seminar. Da geht es ja um die Verbindungen Klima, Petrochemiesektor, Plastik. Ich muss vorab geschickt sagen, es gab hier Reden von einigen der Teilnehmern, also all das, was das mit dem Klimawandel zu tun hat, das wird draußen irgendwo behauptet, das hätte keine Auswirkung darauf. Das stimmt natürlich nicht. Es hat eine bedeutende Auswirkung auf den Klimawandel. Und eben weil das gleichzeitig fossile Brennstoffe sind und ist es so ein bisschen, als sei es das ungeliebte Kind in der Gesamtindustrie. Ich habe nur einige Folien mitgebracht, die ich hier mit allen teilen möchte. Und ich hoffe, dass die gefallen. Es muss ja alles sehr schnell gehen. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr, weil ihr werdet Fragen und Antwortrunde stattfinden soll. Also, ich bin der globale Koordinator von Break Free from Plastic in den Philippinen. Das ist eine globale Bewegung, wurde gegründet, noch nicht so lange her. 60 Organisationen aus der gesamten Welt sind daran beteiligt. Es gibt immer mehr Organisationen, mehr als 1600 Organisationen weltweit und 7000, mehrere Tausende von Menschen, die sich bei uns beteiligen. Es geht um die Sicherstellung der Zukunft, des Schutzes vor dem Plastik. Es geht darum, dass wir die Verhaltensweisen ändern wollen, all das, was immer dazu führt, dass mehr Plastik verwendet wird. Wir wollen korrekte Lösungen anbieten. Das ist bei uns der Schwerpunkt. Wir wollen letztlich dafür Sorge tragen, dass es gar keine Müllerzeugung mehr gibt und auch, dass die Unternehmen sich anders verhalten als bisher. Also es geht dort auch wieder um die Idee der Kreislaufwirtschaft, so wie das hier auch schon von einigen Vorrednern gesagt wurde. Wir wollen letztlich Städte haben, die 0% Müll erzeugen. Unsere Strategie in den letzten Jahren, da geht es vor allem um die Nachfragenseite. Wir haben uns beispielsweise damit befasst, dass diese Einwegplastikverpackungen verringert werden. Wir versuchen zu sensibilisieren. Gut, die Marken haben immer den Druck der Öffentlichkeit zu ertragen, aber es scheint nun offenkundig zu werden, wenn wir diesen gesamtheitlichen Ansatz haben, dass wir auch auf der Lieferantenseite eine Lösung finden müssen, wenn wir das Ganze in die Hand nehmen wollen. Hier wird klar aufgezeigt, wie sich das Szenario darstellt, wenn wir nichts ändern, also von 2015 an konnte schon eine Verringerung erzielt werden. Und wenn es weitergeht, sieht man, wie es 2050, von 1950 bis 2050 sind die Zahlen beeindruckend. Und wenn man sich anschaut, was geschieht in der Plastikindustrie, was geschieht mit diesem gesamten Abfall, der produziert wird, also weniger als 10% werden letztlich recycelt. Und wenn wir dann
über Recyceln sprechen. Es ist wahrscheinlich nur eine geschätzte Zahl. In Wahrheit wird sogar weniger sein als 9%. Also 12% werden verbrannt, dann wird wieder Gift dabei freigesetzt, wieder Treibhausgase, die freigesetzt werden. Und dann 79%, die landen auf den Mülldeponien und letztlich in der Natur. Der große Elefant, der im Raum steht. Er sieht wie folgt aus. Es geht darum, sehr viele Verbrauchsgüter erzeugende Unternehmen und Verbraucher zu sensibilisieren, von der Lieferantenseite aus betrachtet. Die geht es jedoch weiterhin voran mit der Produktion. Und wie es schon gesagt worden ist, es geschieht vor allem in den USA, diese Produktion. Dann ist die Thematik mit dem Fracking und auch im Mittleren Osten in Nordamerika. Gibt es dieses Thema, Sie könnten im Grunde diversifizieren. China ist auch ein großer Erzeuger und dort gibt es nach wie vor große Investitionen, sehr viel Kohle. Auch dort schauen Sie, wie Sie das ebenfalls mit Plastik ersetzen können. Und all diese Dinge insgesamt, dieser das gesamte Wachstum erfolgt vor allem in den USA. Steven hat das schon klar hervorgehoben. Und auch da in diesem Ohio Valley geschieht das Ganze, diese 200 Milliarden Dollar werden dort investiert, um die entsprechenden Unternehmen aufzubauen. Dieses Plastik, was da von diesen ganzen Petrochemieprojekten erzeugt wird, wo landet das dann? 40%, das ist für die Verpackung gedacht. Gibt es noch andere Plastikanwendungen? Gibt es durchaus, aber das Problematischste, wenn man sich das anschaut, das, was wirklich zu Problemen führt, das ist das, was da an Plastik in den Ozeanen landet. Für das Umwelt, für die Umwelt, das ist ein Problem mit sich. Und das Hauptproblem ist wirklich das mit diesen Einwegverpackungen. Und das Ziel, das es zu verfolgen gibt, wir haben hier diesen schnellen Anstieg der Mittelschicht im asiatischen Raum. Da wird viel verbraucht und deswegen gibt es dort mehr Wegwerfplastikverpackungen. Die Geschäfte sind voll damit, mit diesen Einwegverpackungen, Mehrschichtspackungen und dann gibt es das mit den Kaffeebechern und dann Shampoo-Dosen, Nudelverpackungen. Überall sind die Geschäfte voll damit. Alles ist nur gedacht für die einmalige Verwendung. Das kann nicht recycelt werden. Und wenn man das Ganze sich dann im Einzelnen anschaut, dann sieht man, das stört keinen, dass das weggeschmissen wird. Das hat ja sonst keinen Wert. Aber klar, diejenigen, die diese Verpackungen verkaufen, die mögen das gerne. Diese Plastikverpackungen, da gibt es die Möglichkeit, den Namen des Herstellers drauf anzubringen. In den Supermärkten sind sie dadurch gut sichtbar. Das gefällt ihnen natürlich sehr. Aber klar, das ist dann eine Verschmutzung mit den Markennamen darauf. Und all diese 855 Milliarden Verpackungen. Und dann gibt es noch einen weiteren Anstieg, der zu erwarten ist bis 2027. Und all das sind nicht recycelbare Plastikverpackungen. Und es wird letztlich in den Ozean verenden oder auf irgendwelchen Deponien oder wird verbrannt. Und es gibt die großen weltweiten Marken,
die dafür verantwortlich sind, dass sie weiterhin darauf setzen, dass alles in Wegwerfverpackungen verkauft wird. Also das sind so die Hauptverschmutzer. Das ist die typische Art des Verschmutzens. Und wir versuchen zu zählen. Es gibt sehr viele Freiwillige weltweit, die so Einsammelaktionen mit unterstützen, wo man dann überall diese Plastikverpackungen, die in der Natur landen, einsammelt. Und wenn man dann sieht, welche Markennamen man da immer bei sieht, also das lässt sich dann doch auch eine negative Auswirkungen haben, und das muss dann letztlich auch auf der Lieferantenseite eine Auswirkung haben. Was passiert mit diesem gesamten Plastikmüll, der hergestellt wird? Die Märkte werden überflutet mit diesen gesamten Produkten, und es nur diese 14%, die recycelt werden. Also danach wird es weiterverarbeitet zu einem niederwertigeren Produkt. Es wird letztlich doch als ein Abfall enden, auch die offiziell behauptet recycelt werden. Und die haben dann doch auch eine negative Auswirkung auf die Umwelt. Unsere Arbeit, es ist nicht nur zugleich unsere Arbeit, es ist einfach das, was überall weltweit geschieht. Man schaut sich das an, wie geht das einher mit der Plastikverschmutzung. In den letzten 3 Jahren wurde darüber sehr viel gesprochen, und die Meinung weltweit diesbezüglich, also in Asien als der zukünftige Wachstumsmarkt und dann die jungen Millennials. Man muss daran denken, diese Leute, die wir heute als Millennials bezeichnen, diese ganze Kultur des Convenience Food und so, dass all das mit Hilfe von Wegwerfplastik geschieht, ob denen das immer noch gefallen wird. Aber die Meinung ändert sich dazu. Also man hat das feststellen können anhand von Indikatoren in verschiedenen Ländern. Es gibt dort inzwischen in verschiedenen Ländern Gesetzesgebung, wo man das versucht zu reduzieren, die Verwendung von Einwegpackungen. Und was China anbelangt, sie haben auch kurz verkündet, dass sie das verbieten werden. Indien hat das ebenfalls im letzten Jahr geäußert, dass sie das verbieten wollen. Also dennoch ist noch einiges zu vollbringen, damit tatsächlich diese Einwegverpackungen gänzlich verschwinden. Und wenn man sich das anschaut, was das für eine Auswirkung hat auf die Umwelt, also letztlich aufgrund von des menschlichen Einflusses. Die Industrie hat das inzwischen zugegeben, dass also nicht nur Plastik, auch die Investitionen, die damit einhergehen. Beim Erdöl ist ja schon eine Bewusstseinswerdung erfolgt. Jim Priner, der bekannte Analyst, hat das auch klar gesagt. All das endet in der Umwelt und steht bereits am Pranger. Man versucht, die Investoren davon wegzuziehen. Was ist die Antwort der Industrie? Natürlich, sie versuchen, sich weiterhin zu rechtfertigen, dass sie eben erzeugen müssen, dass sie der Nachfrage gerecht werden müssen. Wenn dann gesagt wird, nein, keine Einwegverpackung, da sagen sie, nein, wir können die ja recyceln. Wir können daraus etwas anderes machen. Und all dies ist aber letztlich schlecht für die Umwelt, wie wir alle wissen. Und es ist schlecht für das Klima. Also diese 70 Jahre, die so ein Plastikmüll braucht, bis das verschwindet, wenn dann gesagt wird, es wird recycelt, es wäre immer besser, es gleich am Anfang einzusparen. Das wäre die Lösung. Und leider muss ich daran erinnern, dass wir hier bald zum Ende kommen müssen. Also ja, es gibt die Deponien, es gibt ein Bündnis gegen Plastikmüll.
Es geht darum, dass dieses Licht in den Ozeanen endet, diese 200 Milliarden, die ausgegeben werden in der Expansion. Aber es gibt 40 Milliarden laut einer Studie für die externen Kosten, die dadurch entstehen. Letztlich also keine Zahlen, die Sie wirklich interessieren würden. Und was nun die Corona-Krise angeht, es gab am Anfang der Krise einen Einbruch, das konnte man inzwischen wieder aufholen. Und dann gibt es diesen Fracking-Boom in den USA. Und viele asiatische Unternehmen schauen sich an, was für Fusionen von Interesse sein könnten. Und China möchte auch diese Kohle zu Erdöltransformation mit unterstützen. Und wenn wir uns anschauen, was passiert, gab eine schleppende Nachfrage. Nun konnte lange die Nachfrage nicht bedient werden. Das ist schlecht werden. Das heißt, dass wieder erneut sehr viel Abfall auf den Markt kommt, um es alles wieder aufzuholen. Und wir hoffen, das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Die Industrie hat auch versucht, die derzeitige Krise zu nutzen, das damit dann zu entschuldigen, dass es gerade gar nicht anders geht. Und die Corona-Krise war auch ein Grund, wo viel Plastik eingesetzt wurde, weil man eben diesen Hygieneschutz braucht. Es gibt immer eine Möglichkeit, das Ganze zu rechtfertigen. Und es gibt petrochemische Projekte aufgrund der Erfordernisse auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt immer wieder eine Entschuldigung. Also so schnell wird die Plastikerzeugung nicht verschwinden. Und also es wird dieses Problem weiterhin geben mit dem Einstieg der Treibhausgasemissionen. Und letztlich, was ist das Richtige, was zu tun ist? Wir wollen ja alle eine Zukunft erleben dürfen, wo hier das Szenario, was man sieht, ausgeschlossen werden kann. Ich werde hiermit enden. Vielen Dank. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Wir haben hoffnungslos überzogen. Es waren alle Beiträge so interessant. Ich hoffe, es war dennoch für alle Teilnehmer nützlich, hier zuhören zu können. Es gibt nun eine Anzahl von Fragen. Ich fürchte, wir werden die nicht alle beantworten können. Aber es war natürlich klar und deutlich zu sehen, dass viele Leute bemerkt haben, welche Probleme damit einhergehen. Upstream und Downstream der Plastikerzeugung. Und wir wissen noch nicht genau, welches die Lösungen sind. Und gerne wollen wir hier lösungsfokussiert diskutieren. Also, was könnte dort eine wichtige Rolle spielen? In der Zukunft, wie wichtig wird das sein? Wie sollte man da Fortschritt mit einbringen? Gibt es biologisch rückbaubare Verpackungen? Und ich würde hier gerne mit Bob beginnen, vielleicht über mögliche Lösungen, um die Emissionen zu reduzieren, schon bereits im Upstream-Bereich. Gibt es dort schon Technologien, die da zur Verfügung stehen? Und was könnte die Politik tun, um das Gesamte zu unterstützen, damit das Ganze stattfinden kann? Und dann gab es auch hier eine Frage aus dem Chat. Also die würde ich gerne hier noch von Bob beantwortet bekommen. Also was können dort mögliche Lösungen sein? Das ist eine ganz tolle Frage, ja. Die Upstream Emissions sind tatsächlich, ja, das sind 3-4% vielleicht. Also wahrscheinlich sind die Zahlen noch geringer als das. Ich werde mal kurz mein Video aktivieren. Kann die Industrie diese Anteile reduzieren? Ja, aber das ist recht kostenspielig. Und wenn Schiefergas bereits jetzt schon zu Einbußen führt und wenn man jetzt diese Unternehmen dazu auch noch verführen möchte, diese Gelder weiter auszugeben, dann wird es nicht ganz leicht sein.
Man versucht natürlich auch Vorschriften einzusetzen, um Methanleckagen zu verhindern. Ich glaube, da hat man zu wenig getan. Da ging es eher um freiwillige Einhaltungsrichtlinien und ganz offen gesagt, also die Öl- und Gasindustrie ist da jetzt nicht unbedingt der Ansprechpartner, der sich freiwillig zu solchen Maßnahmen hinreißen lässt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir unsere Bemühungen dahin richten, einfach fossile Brennstoffe nicht mehr so stark in unserem Mix zu beteiligen und diese komplett rauszunehmen aus unserem Energiemix und erneuerbare Energien zu stärken. Und um das zu erreichen, müssen wir natürlich, um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir die CO2- und Methanemissionen um die Hälfte reduzieren bis 2050. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt nicht darum, wie man das Schiefergas vielleicht irgendwie nachhaltiger produzieren kann. Darum geht es nicht. Wir möchten einfach komplett die fossilen Brennstoffe nicht mehr an unserem Energiemix beteiligt haben. Ja, vielen Dank. Wie sieht's aus mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments? Vielleicht gibt es dort auch einige Denkanstöße und Kommentare, wie vielleicht die Europäische Union auch diese Emissionen angehen kann. Gibt es da derzeit schon Überlegungen? Und wie sieht es aus mit der Erweiterung der Expansion von INEOS? Jutta, Martin, wenn nicht, dann können wir da auch selbst nochmal nachschauen. Ja, das ist, fällt mir immer ein bisschen schwer, mich ja so schnell zuzuschalten. Die Kommission unternimmt endlich die ersten Schritte zur Reduzierung von Methanemissionen. Es wird eine Methanstrategie sogar geben. Das ist natürlich recht begrenzt in ihrer Reichweite, wenn man das sagt, denn sie sind dadurch sehr vorsichtig und sehr zögerlich. Und derzeit geht es eher darum, dass diese Emissionen erst einmal gemessen werden. Für mich kommt das so ein bisschen als Déjà-vu, weil ich die weiteren Emissionen auch der Kommission angehört habe und auch dort hat man nur gemessen. Und jetzt kommt man endlich dahin, diese Emissionen zu senken und mit einem Preis zu belegen. Also es wäre also schön, wenn diese Methanemission, diese Methanstrategie gleich ein wenig aggressiver vorgehen würde. Wie sieht es aus mit Zertifizierung, wenn man sagt, bestimmte Zertifikate für bestimmte Methanlieferanten könnte es geben, wenn man nachweisen kann, dass die Emissionen entlang der Lieferkette eingehalten werden, dann bekommt man vielleicht ein Zertifikat A und ein E-Zertifikat, wenn die Emissionen sehr hoch sind. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Ich bin da sehr zweifelhaft, dass in den nächsten Jahren fossile Brennstoffe verboten werden. Eine kurze Hinzufügung vielleicht noch meinerseits. Die Methanemissionen des fossilen Gases außerhalb Europas sind das Problem. Und das, was wir heute gehört haben, war recht deutlich konzentriert auf das Schiefergas in den USA. Und das sollte nicht unterschätzt werden. Aber wir müssen auch verstehen, dass es komplett unbekannte und vielleicht auch ebenso große Probleme mit dem russischen Gas haben. Niemand hat da einen richtigen Einblick. Und das habe ich versucht, auch mit der Industrie anzusprechen. Man weiß es einfach nicht. Es gibt Schätzungen bisher nur. Und durch den Copernicus-Satelliten bekommen wir natürlich einige Daten. Die sehen nicht besonders hoffnungsvoll aus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auf europäischer Ebene das gesamte Gas angehen. Wir wollen uns dabei nicht nur auf den US-Markt konzentrieren. Der gesamte Gasmarkt ist wichtig. Und das ist vielleicht wirklich ein Thema, wo wir nichts außen vor lassen sollten. Ich glaube, wir müssen uns da auch auf die Kohlenstoffemissionen als Ganzes konzentrieren. Und vielleicht gibt es im Rahmen der CCS-Technologie auch eine Möglichkeit, Methanemissionen abzuscheiden und zu speichern. Und
Das wäre vielleicht ein Arbeitsbereich, der interessant wäre. Die Kommission ist da nicht super interessiert, aber ich denke, da brauchen wir sehr viel Druck, dass dort wirklich etwas vorangeht. Ja, vielen Dank für die europäische Perspektive. Möchte die amerikanische Seite noch einmal etwas anmerken zu diesem, zur Kohlenstoffgrenze? Ist das ein Thema, was in den USA angesprochen wird? Steven oder Bob, können Sie da vielleicht kurz etwas hinzufügen? Als mögliche politische Lösung, wie sehen Sie dort die Debatte in den USA? Ich würde das tatsächlich recht gern an Steven weiterverweisen. Ich bin da nicht so sehr im Thema. Ja, ich bin auch ein wenig ein Freund von Spekulationen. Und da ich da in dem Thema nicht so drinstecke, möchte ich da jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, wir haben von diesem Vorschlag noch nicht allzu viel gehört und können da eben auch wenig Stellung zu nehmen. Ja, da gibt es tatsächlich noch sehr viel Klärungsbedarf und schauen wir uns an, wie sich das weiterentwickelt und dann halten wir die Augen offen. Vielleicht noch einige abschließende Worte, denn die Zeit läuft uns hier tatsächlich davon, zu die Möglichkeiten des Recyclings und andere Lösungen, die wir angehen können, um das Kunststoffthema und das Klimathema anzugehen. Steven, könntest du vielleicht zu diesen Themen etwas sagen, chemisches Recycling, Recycling insgesamt, Bioplastik, was ist da der Stand? Ich glaube, was vielleicht wichtig wäre zu erwähnen, und Von kann da bestimmt auch viel hinzufügen, also wir müssen die Reduzierung der Rohstoffe, man kann nicht komplett alles recyceln, die Raffinerie von Kunststoff, die erneute Nutzung oder auch die Energienutzung, das sind alles tatsächlich keine wirklich sinnvollen Lösungen. Wenn man das einmal durchrechnet und man versucht tatsächlich, den Kunststoff zu ersetzen durch Bioplastik und darüber nachdenkt, wie viel Platz es in Anspruch nehmen würde, das löst unser Problem tatsächlich nicht. Und es geht gar nicht so sehr darum, also das sind alles keine Punt-Lend-Lösungen für unser großes Problem. Das Recycling, das mechanische Recycling hat natürlich eine wichtige Rolle, um die Kreislaufwirtschaft am Laufen zu halten. Aber dabei geht es darum, Teile der Wirtschaft zu übernehmen, die nicht aus Kunststoff dematerialisiert werden können. Viele der Lösungen müssen dann kommen, nachdem die Hauptlösung umgesetzt wurde. Gleiches betrifft direkte Subventionen. Und ja, wahrscheinlich wiederhole ich mich hier ein ums andere Mal, aber ich glaube, wir müssen da wirklich an der Basis ansetzen. Wir müssen versuchen, dass kein Fracking mehr gemacht wird, dass keine Einrichtungen und keine Installationen und Produktionsstätten neu gebaut werden. Wir müssen einfach gucken, dass nicht immer mehr hinzukommt. Vielen Dank. Von, hast du da vielleicht noch eine Stellungnahme? Steven hat es, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Was wir den Unternehmen immer wieder sagen, ist, dass man sich auf alternative Liefersysteme beschränkt, dass eben diese Kunststoffverpackungen nicht mehr notwendig sein werden. Es sollte einen Mechanismus geben, in dem das Produkt genauso zur Verfügung gestellt wird, aber eben ohne dieser Kunststoffumverpackungen. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, denn ich denke, das ist doch interessant. Ganz besonders in Deutschland geht es viel um Wasserstoff, um synthetische Gase. Fabian Preger stellt hier folgende Frage. Vielleicht sollten wir auch Methan sprechen, synthetische Gase, egal aus welchen Quellen es jetzt kommt. Robert, könntest du vielleicht noch etwas dazu sagen? Ja, das ist ganz interessant. Methan aus biologischen Quellen ist natürlich auch ein Thema. Wasserstoff
kann aus von fossilen Brennstoffen geben, von erneuerbaren Quellen. Und in dem Ausmaß, in dem Wasserstoff vielleicht genutzt werden soll, sollte das zu 100% aus erneuerbaren Energien stammen und dann nicht wieder zu Methan gemacht werden. Es ist ein großartiges Energieprodukt, aber wenn es dann wieder Methan wird, dann haben wir natürlich die ganzen selben Probleme wieder auf dem Plan. Sehr gute Frage auf jeden Fall, ja. Ja, wunderbar. Leider muss ich jetzt mit dem Blick auf die Uhr dieses Webinar zum Abschluss bringen. Ich hoffe, dass jeder etwas Sinnvolles mit nach Hause nehmen konnte. Der Upstream-Teil in Europa ist durch Robert sehr gut hinterleuchtet worden, warum man diese Methanemissionen auch so wesentlich unterschätzt hat, auch in der wissenschaftlichen Welt. Wir haben, glaube ich, besser verstanden, wie die gesamten Klimaauswirkungen entlang der gesamten Lieferkette und des Lebenszyklus sich gestalten, dank Steven. Und ich glaube, wir haben auch besser verstanden, welche Rolle die EU- und USA-Handelsbeziehungen im Bereich der Tätigkeiten und Aktivitäten von INEOS stattfinden. Wir haben festgestellt, dass es ein globales Problem ist. Auch Worden hat noch einmal vom globalen Süden dazu einen Beitrag geleistet. Wir können definitiv keine Zeit verlieren. Wir dürfen diese Emissionen nicht weiter so aufrechterhalten. Wir müssen diese extrem runterfahren und auch das Problem der des Abfallmanagements angehen. Wir haben natürlich eine wesentliche Kaufkraft auf dem Markt, die nicht zu unterschätzen ist und damit eben auch unseren Beitrag zu leisten. Dementsprechend müssen wir langsam diese beiden Dinge miteinander in Verbindung bringen, die Petrochemie und die Klimakrise, die Infrastrukturen, die derzeit aufgebaut werden und bis 2050 und darüber hinaus eine Lebensdauer haben, sollten nicht geplant und umgesetzt werden, denn das geht eindeutig gegen die Vorstellung des europäischen Green Deals. Weiterhin haben wir ein wenig über die möglichen Alternativen gehört, Politiken, die zur Verfügung stehen und vielleicht auch Technologien, aber an allererster Stelle geht es natürlich um den Eintrag des neuen Kunststoffs, denn das ist tatsächlich nicht zu recyceln in der Gesamtheit. Es gab eine Frage zu den drei LNG-Terminals, die in Deutschland geplant werden, ob diese mit INEOS in Verbindung stehen. Diese Frage würde ich gern an Andi richten, aber das können wir vielleicht tatsächlich auf das nächste Webinar verschieben. Am 13. Mai sehen wir uns wieder zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe. Da Sie nun alle einmal hier sind, haben Sie natürlich selbstverständlich eine Einladung für diese nächste Veranstaltung. Robert Howard spricht über Methanleckagen und die Klimaerwärmung von Gas. Auch einige Vertreter des Deutschen Bundestages werden anwesend sein, um die Rolle Deutschlands auf dem internationalen Gasmarkt zu beleuchten. Ich lade Sie also herzlich ein, auch an diesem Webinar teilzunehmen. Wenn Ihre Freunde vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, hier heute live dabei zu sein, da gibt es im Nachhinein einen Link, um sich die Aufzeichnung noch einmal anzuschauen. Vielen Dank an alle Podiumsteilnehmer hier aus der ganzen Welt, von den Philippinen über Europa bis hin in die USA. Es hat mir großen Spaß gemacht, das hier heute zu moderieren und werde mich natürlich dann hier auch zu diesem ganzen komplexen Thema weitere Informationen antun. Ja, einen schönen Abend, gute Nacht in die Philippinen, guten Abend nach in die USA und einen schönen Tag noch hier in Deutschland. Vielleicht können wir alle noch mal kurz in die Kamera winken. Tschüss allerseits.